Passt. Ja, hallo meine Damen und Herren, im Hörsaal und per Zoom und auf anderen sozialen Kanälen herzlich willkommen an der Universität Augsburg zu unserem diesjährigen oder diessemestrigen Veranstaltungsreihe Aktuelles Strafrecht im Fokus, ausgerichtet vom Institut für die gesamte Strafrechtswissenschaft. Besondere Grüße an meinen Kollegen Kasiste und natürlich an den Referenten, Herrn Rechtsanwalt Konstantin Buchwinkler, der heute sprechen wird über die Kriminalisierung und Entkriminalisierung von Cannabis und da insbesondere die Besitzkriminalisierung, an der sich seit 20 Jahren, würde ich sagen, ein Streit über den kriminalpolitischen Sinn und Zweck und die verfassungsrechtliche Zulässigkeit entzündet. Ich bin sicher, dass Herr Buchwinkler aus seiner Praxis viele Beispiele berichten kann von einfach unverhältnismäßiger Kriminalisierung. Und eingebettet ist dieser heutige Vortragsabend natürlich in die ganze Diskussion die Entkriminalisierung von Cannabis, wie das schlagwortartig heißt. Da ist ja die erste Euphorie von vor 3-4 Monaten etwas der Ernüchterung gewichen, weil manche und auch unsere Bundesregierung jedenfalls nach außen so tut, als hätte sie jetzt erst festgestellt, dass es dafür eine europarechtliche Rahmenbedingung gibt und diese Rahmenbedingung, wenn die Europäische Kommission nicht mitspielt, dazu führt, dass Rahmenbeschlüsse bzw. Richtlinien geändert werden müssen, was Jahre dauern wird. Deswegen rückt vielleicht die kleine Entkriminalisierung, das heißt also Stellschrauben im Betäubungsmittelgesetz zu verändern, wieder in den Blickwinkel des Fokus. Aber ich möchte im Vortrag gar nicht vorgreifen. Alles das kann Ihnen Herr Rechtsanwalt Buchwinkler besser erklären. Ich darf den Referenten kurz vorstellen. Herr Buchwinkler ist, wie Sie sehen, namensgebender Partner einer auf das Strafrecht spezialisierten Sozietät namens Reubel Buchwinkler, die seit einigen Jahren mit beachtlichem Erfolg am Markt tätig ist, ausschließlich im Strafrecht tätig, in allen Bereichen des Strafrechts, aber mit einer besonderen Spezialisierung auf Betäubungsmittel Strafrecht und deswegen der ideale Referent zum Auftakt unserer Veranstaltung. Lieber Con, ich übergebe an dich. Vielen Dank. Also in Bezug auf die Entkriminalisierung haben wir jetzt gestern, glaube ich, relativ neue, also ganz heiße News bekommen, nämlich der bayerische Gesundheitsminister, in Klammern CSU, ist extra zur EU gereist, um sich quasi gegen die Legalisierung einzusetzen, weil aus Gründen des Jugendschutzes ist es natürlich skandalös, dass Deutschland hier legalisieren möchte, und das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Genau, also Leute, die jetzt vor 6 Monaten schon beim letzten Vortrag waren, werden einiges kennen, hoffentlich nicht allzu viel. Wenn es irgendwie uninteressant ist, bitte gerne mir das mitteilen. Wenn es interessant ist, gerne Fragen stellen. Also ich freue mich gerne über jede Frage und Diskussion ist immer schöner als Vortrag. Genau, das Betäubungsmittelgesetz. Ich fange jetzt an, so die erste Hälfte im Schnelldurchlauf Betäubungsmittelgesetz, wie es aktuell aussieht. Und die zweite Hälfte werden wir uns darüber unterhalten, wie es hoffentlich bald aussehen wird. Und dazwischen, warum ich es nicht so toll finde, wie es aktuell aussieht und warum es längste Zeit ist, dass es anders wird. Genau, wir haben im Betäubungsmittelgesetz, anders als im klassischen Strafrecht, jetzt keine irgendwie Legaldefinition von Betäubungsmittel, beziehungsweise keine, unter die man jetzt irgendwie schön subsumieren könnte, sondern wir haben Betäubungsmittel im Sinne dieses Gesetzes, sind die in den Anlagen 1 bis 3 aufgeführten Stoffe und Zubereitungen. Das heißt, im Endeffekt haben wir eine konstitutive und abschließende Positivliste, faktisch, was im Betäubungsmittelgesetz drinsteht, ist ein Betäubungsmittel, was nicht drinsteht, ist kein Betäubungsmittel. Und Cannabis und THC steht an vielen Stellen drin, weil die meisten Stoffe stehen immer irgendwie, irgendwo steht dann Kokain oder Kokainhydrochlorid oder Amphetaminsulfat oder was auch immer. Cannabis und der Wirkstoff THC steht mehrfach drin. Wir haben die drei Anlagen, es gibt drei Anlagen, weil es gibt die nicht verkehrsfähigen Betäubungsmittel. Das sind quasi die ganz bösen, die sind immer verboten, außer mit extremer Ausnahmegenehmigung. Die Anlage 2 sind verkehrsfähig, das heißt, die dürfen so zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet werden, aber nicht verschreibungsfähig. Und die Anlage 3 ist verkehrsfähig und verschreibungsfähig. Das heißt, das kann der Arzt verschreiben, das kann die Industrie verwenden für Stoffproduktion und das kann auch in der Produktion und in der Forschung hauptsächlich. Anlage 1 nicht verkehrsfähig. Das sind quasi im Endeffekt die ganz bösen. Beispielsweise
MDMA und Heroin. Das sind so die zwei klassischen Betäubungsmittel, die einfach komplett immer verboten sind. Und überraschenderweise auch Haschisch, weil Haschisch würde man jetzt wahrscheinlich nicht so qualifizieren, dass das jetzt so extrem wäre, dass man es jetzt so verbieten muss, aber naja. Genau, und da steht gleich Cannabis drin. Ist jetzt ein bisschen überraschend und deswegen gibt es sehr, sehr viele Ausnahmen. Die Samen sind ganz interessant, das heißt im Endeffekt, Cannabis ist verboten. Alle Pflanzen, Pflanzenbestandteile, das heißt Blätter, Blüten, Samen, Wurzeln, außer der Samen. Außer er ist nicht zum unerlaubten Anbau bestimmt. Das ist eine schöne Ausnahme mit Rückausnahme. Das bietet in der Praxis schöne Verteidigungsmöglichkeiten, wenn jemand die Samen bestellt. Also gab es ein paar Versender in Holland in den letzten Jahren, die haben quasi aus den Niederlanden die Samen verschickt, weil es in den Niederlanden ja legal bzw. sehr streng, also komplett entkriminalisiert ist und auch die Samen, glaube ich, komplett legal sind in den Niederlanden. Und die haben nach Deutschland verschickt, wurden dann aber durchsucht und deswegen gab es dann schöne Ermittlungsverfahren gegen alle, die dort Samen bestellt haben. Und dann war immer die Argumentation, ja, ich nehme das irgendwie als Nahrungsergänzungsmittel oder ich sammle die oder irgendwie so, man braucht immer da irgendwie eine Ausrede. Und ist natürlich jetzt, wenn man jetzt ein Kilo bestellt, irgendwie für 20 Euro, dann kann ich es noch als Vogelfutter deklarieren, aber wenn ich mir jetzt so drei Samen für 50 Euro bestelle, ist das ein teures Nahrungsergänzungsmittel. So, besonders wenn es irgendwie hochpotenten Sorten mit irgendwie 25% THC-Gehalt sind. Aber, also da bin jetzt wahrscheinlich weniger, da wäre jetzt Professor Kubizier der bessere Ansprechpartner. Unsere Verteilungsstrategie, die wir aber noch nicht testen konnten, leider, weil wir es immer außenrum irgendwie schon zur Einstellung geschafft haben, ausgenommen Samen, sofern er nicht zum unerlaubten Anbau bestimmt ist. Unsere Idee, es wird ja bald erlaubten Anbau geben. Das heißt, jeder, der jetzt bestellt hat, in der Hoffnung darauf, dass jetzt legalisiert wird, ich wollte mich ja schon mal vorbereiten. Ich stelle mir auf eBay das Zelt zum Anbauen, bestelle mir schon mal die Samen, aber ich wollte ja nicht unerlaubt anbauen. Ich warte ja, bis es erlaubt ist. Also, meines Erachtens müsste die Argumentation eigentlich durchgehen, hatten aber leider noch nicht die Gelegenheit, dass jemand darüber entscheidet. Genau, jetzt über die anderen Punkte können wir jetzt schneller gehen als beim letzten Mal, weil im Endeffekt die CBD-Blüten, das kann man im Skript selber nachlesen, das andere ist Nutzhanf, Rübenzucht, heute weniger interessant. Was auch unter Anlage 1 fällt, sind alle isomere und stereochemische Varianten von THC, weil das THC ist Delta-9-Tetrohydrocannabinol, das ist der Wirkstoff quasi, das ist das, was man so kennt. Und dann gibt es noch Delta-6A, Delta-7, Delta-8, fällt alles drunter. Anlage 2, die verkehrsfähigen, aber nicht verschreibungsfähigen. Das heißt, geht in der Industrie und in der Produktion und in der Forschung, aber kann der Arzt nicht verschreiben. Genau, und da fällt dann das THC drunter, also Wirkstoff. Das heißt, wir haben nicht nur die Pflanze und Anlage 1, sondern wir haben in Anlage 2 auch den Wirkstoff selber. Anlage 3 ist dann Cannabis nochmal, aber quasi nur das Cannabis, das aus Anbau zu medizinischen Zwecken stammt. Und die Anlage 3 ist jetzt quasi Betäubungsmittelstrafrecht jetzt außer Cannabis die praxisrelevanteste, weil da ist eigentlich alles drin, was interessant ist. Amphetamin, Kokain, Diazepam, Fentanyl, alles was irgendwie interessant ist oder immer interessanter wird, ist dort drin. CBD ist durch, deswegen überspringen wir das. Genau. Als nächstes kommt mir gerade die Straftatbestände mit TMG. Man kann es zusammenfassen als, es ist alles strafbar. Also jedes erdenkliche menschliche Tun in Bezug auf Betäubungsmittel ist strafbar, außer der Konsum. Also so kann man sich eigentlich merken, weil es gibt eigentlich nichts, was legal ist außer dem Konsum. Es ist Anbau, Herstellung, Einfuhr, Ausfuhr, Durchfuhr, Erwerb, Abgabe, in Verkehr bringen. Es gibt für alles irgendwie einen Tatbestand. Aber Konsum eben nicht, weil der bloße Konsum ist nicht strafbar. Und da wird es dann auch später nochmal interessant. Weil eben der Konsum ist eine eigenverantwortliche Selbstständigung, das ist genauso wie ich meinen Arm abschneiden kann oder Suizid begehen, ist eben einfach der Konsum von Betäubungsmitteln, eigenverantwortliche Selbstschädigung, Selbstgefährdung, wie man es nennen will. Genau. Und da tritt dann quasi ein bisschen, da kommen wir noch später genauer drauf, meine oder unsere Argumentation ein, dass man sagt, wie kann der Konsum als eigenverantwortliche Selbstschädigung legal sein, aber der Besitz zum Eigenkonsum ist strafbar? Ja, und das ist in meinen Augen so nicht richtig. Da werden wir aber später nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen. Eine Frage, die wir oft
haben und auch oft zum Streit führt, ist denn das Konsum überhaupt ohne Besitz möglich? Also ein oder andere kennt vielleicht meine Videos auf diversen Kanälen und dann ist oft so, wenn ich dann irgendwelche Videos mache zum straflosen Konsum, dass das als Verteidigungsstrategie, dass man sagt, ja, ich habe es vielleicht im Blut, Haar, Urin, aber ich habe es nie im Besitz. Und dann kommen immer mindestens 3 bis 15 Kommentare, die dann schreiben, ja, sein Trottel hat keine Ahnung, wie soll es gehen, soll ich etwas konsumieren, ohne es in der Hand zu haben? Also, abgesehen davon, dass man verschiedene Betäubungsmittel sehr wohl konsumieren kann, ohne sie in der Hand zu haben, gibt es auch Konsum ohne Besitz. Weil der Besitz nicht genauso definiert ist wie jetzt im Zivilrecht, sondern ein bisschen komplexer. Also es gibt im Endeffekt keine richtig belastbare Definition. Das Beste, was man so einigermaßen finden kann, habe ich reingeschrieben. Das heißt quasi bewusste tatsächliche Innehaben und tatsächliches Herrschaftsverhältnis. Wenn man das jetzt so subsumiert, dann würde man sagen, ja, wenn ich die Schuld in der Hand habe, dann habe ich das ja. Aber nein. Weil im Endeffekt ist so, wer nur konsumiert, ohne tatsächliche Verfügungsgewalt zu erhalten, wird nicht Besitzer und macht sich auch nicht des Erwerbs strafbar. Das funktioniert so, dass die Rechtsprechung quasi sagt, ja, ich kann damit nicht tun und lassen, was ich möchte. Wenn ich in der Runde stehe und ich kriege den Joint von links und gehe nach rechts, dann habe ich da keine komplette Verfügungsgewalt, sondern ich habe zwei Möglichkeiten. Ich gebe weiter, ohne zu ziehen, oder ich ziehe. Wenn ich den am Boden schmeiße und ausmache, dann wird mir der echte Besitzer, also dann wird sich schnell herausstellen, wer der echte Besitzer ist. Genau, und deswegen gibt es durchaus, da gibt es auch Rechtsprechung dazu, tatsächlich sogar Oberlandesgericht München und UGH steht auch drin. Genau. So. Es gibt dann oft auch tatsächlich Strafverfahren. Das heißt, es ist so ungefähr, wir haben ja auch relativ viel Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss. Und dann nimmt die Polizei eine Blutprobe, die können die Blutprobe selber anordnen und wenn sie dann herausstellt, ja, jetzt haben wir Kokain und THC positiv, dann ist es oft so, schätzungsweise in einem von 10 Fällen eröffnen die dann auch ein Ermittlungsverfahren wegen Besitz, weil die sagen, ja, wenn jemand das im Blut hat, dann muss er auch irgendwann mal im Besitz gewesen sein. Das finde ich jetzt nicht so schlimm, wie es andere teilweise finden. Es gibt viele Kollegen, die das stark verurteilen. Das finde ich nicht so extrem, weil den Anfangsverdacht könnte man ja schon sehen. Es reicht natürlich niemals für Verurteilung, aber einen Anfangsverdacht, finde ich, den könnte man tatsächlich annehmen, wenn man jetzt, wenn man es ganz genau nimmt. Genau, dann habe ich hier eine Entscheidung zitiert, das ist BGH 1984, nochmal zur eigenverantwortlichen Selbstgefährdung, aber damit haben die Studenten im Raum wahrscheinlich mehr zu tun als ich mit dieser Entscheidung. Da ging es tatsächlich um eine Heroinspritze, durch die der andere zu Tode gekommen ist. Und da ging es darum, quasi, kann ich teilnehmen an diesem mehr oder weniger absichtlichen Suizid des anderen. Und da ist es eben in der Entscheidung, dass es quasi nicht tatbestandsmäßig ist. Weil die eigenverantwortliche, gewollte und bewirkte Selbstgefährdung ist nicht strafbar. Da kommen wir aber später noch drauf. Jetzt gehen wir ganz kurz im Schnelldurchlauf durch die Straftaten mit Betäubungsmittelstrafe. Wir haben 4 Paragraphen, die hier wichtig sind. 29, 29a, 30, 30a. 29 ist alles, 29 umfasst quasi alles und 30, 30a, 29a, da geht es dann nur noch um Qualifikationen. 29 Absatz 1 Nummer 1 ist im Endeffekt alles, was in der Praxis vorkommt, außer dem Besitz, das heißt Anbau, Herstellen, Handel treiben, Einfuhr, Ausfuhr, Durchfuhr, Veräußerung und so weiter. Nummer 3 ist der Besitz, immer unerlaubt, den man bei ohne zugleichen Besitz einer schriftlichen Erlaubnis für den Erwerb zu sein. War vor 10 Jahren relativ irrelevant, aktuell sehr häufig, weil natürlich Cannabis auf Rezept möglich ist seit, glaube ich, 2016 und deswegen gibt es jetzt immer öfter Fälle, wo tatsächlich jemand Betäubungsmittel mit Besitzerlaubnis mit sich führt. War früher sehr selten. Genau, die Verabreichung ist noch relativ wichtig oder zum unmittelbaren Verbrauch überlässt, weil der in der Runde quasi den Joint mitbringt, der macht sich nicht nur strafbar wegen des Besitzes, sondern auch wegen der unmittelbaren Verbrauchsüberlassung. Relativ wichtig ist noch die Nummer 9, das ist ja unrichtige und unvollständige Angaben macht, um sich ein Rezept zu erschleichen. Das heißt, wenn ich irgendwie simuliere, ich habe Schlafstörungen, das sind immer klassisch Schlafstörungen,
Appetitlosigkeit, Cannabis. So ungefähr. Das ist immer so die Argumentation, um quasi an das Cannabis-Rezept zu kommen. Und wer da falsche und unrichtige Angaben macht, simuliert, um das verschrieben zu bekommen, strafbar. Genau. Nummer 5 kommen wir später. Das sind jetzt die Definitionen. Da können wir relativ schnell drüber gehen, glaube ich. Ich bringe das Skript, ist auch dann online danach. Das heißt, muss jetzt niemand irgendwie abfotografieren oder auswendig lernen auf die Schnelle. Tatsächliche Verfügungsmacht haben wir schon. Wille, Besitz haben wir schon gesprochen. Anbau. Anbau ist auch relativ häufig, wird aber in Zukunft hoffentlich nicht mehr ganz so häufig sein, weil, und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, das werden vielleicht auch die meisten schon mal mitbekommen haben, es ist tatsächlich in der Planung der private Eigenanbau. Was jeden, also uns zumindest sehr stark überrascht hat, dass das reingekommen ist in den Plan zur Legalisierung, dass tatsächlich der Anbau legalisiert wird. Werden soll zumindest. Da gibt es sehr schöne Verteidigungsstrategien auch für den Anbau. Genau, da ist noch eine Entscheidung drin, der Anbau fasst das Einbringen des Samens in die Erde, das heißt im Endeffekt der strafbare Anbau ist durch, wenn ich den Samen in die Erde stecke, ist der schon vollendet. Der Rest, dann steigt quasi nur noch der Wirkstoffgehalt und dann steigt quasi die Schuld, aber durch das Einbringen des Samens in die Erde ist der Anbau vollendet. Gibt es faktisch danach keinen Versuch. Herstellen haben wir tatsächlich bei Herstellen von Betäubungsmitteln, denkt man jetzt eher so an die Meth-Küche oder irgend sowas, aber Herstellen haben wir auch beim Cannabis, nämlich beim Anbau. Das haben wir sehr häufig, weil wenn jemand anbaut, dann macht er sich quasi strafbar einmal durchs komplette BTMG, weil du hast Besitz, du hast Anbau. Und wenn man quasi erntet und trocknet, dann ist das Herstellung. Das heißt, wenn ich aus den Blüten, die feucht am Baum hängen, das Marihuana mache und das zum Trocknen auf die Wäscheleine hänge, dann habe ich quasi die Herstellung. Dann habe ich Marihuana hergestellt. Dann habe ich nicht nur besessen, angebaut, sondern auch hergestellt. Und wenn ich das dann auch noch mache, um es zu verkaufen, hätte man Handel treiben auch. Veräußern. Veräußern ist quasi entgeltliche Abgabe ohne. Ja, Eigennützigkeit ist die Definition, aber man kann sich so merken, ohne jetzt irgendwie versuchen, damit einen positiven eigenen Gewinn zu erzielen. Abgabe ist unentgeltlich, sonst in den Verkehr bringen, habe ich glaube ich noch nie erlebt. Weil die Abgabe ist quasi jetzt ohne, unentgeltlich und sonst in den Verkehr bringen wäre quasi ohne einen Übertragungsakt der Verfügungsgewalt. Das heißt irgendwie, ich werfe es aus dem Fenster und jemand geht vorbei, hebt es auf. So, also das sonst in Verkehr bringen ist mir noch nie untergekommen. Einfuhr, Ausfuhr, das wird dann später noch interessant bei der Legalisierung in Europa. Der Erwerb ist klar, sich in sonstiger Weise verschaffen ist immer interessant. Verbrauchsüberlassung ist, kann jeder lesen, wenn es ihn interessiert, wird uns an der Stelle nicht groß kümmern müssen. Verschaffen einer Gelegenheit zum unbefugten Erwerb. Ist quasi, gibst du mir die Nummer von deinem Dealer. So, das wäre auch tatsächlich schon strafbar. Und das ist, wenn es nicht als Beihilfe zum Handel treiben oder als Beihilfe zum Erwerb zu qualifizieren ist, dann wäre man zumindest irgendwo im Verschaffen einer Gelegenheit. Und dann haben wir 29 Absatz 3 BTMG. Das ist irgendwie gefühlt in der Praxis so eine Art Auffangtatbestand, wenn die Staatsanwaltschaft sagt, ja, den wollen wir jetzt aber eigentlich richtig hart bestrafen, haben aber wenig gefunden. Das heißt, wir haben jetzt bei dem vielleicht nur 30 Gramm gefunden und es ist aber klar, dass der groß im Geschäft ist, der muss richtig bluten. Und dann versucht die meistens in einen besonders schweren Fall zu kommen. Nämlich in aller Regel ist es dann die Gewerbsmäßigkeit. Das heißt, wer gewerbsmäßig handelt, ist Mindestfreiheitsstrafe ein Jahr. Das heißt, du hast noch nicht die Grenze zur nicht geringen Menge überschritten, sondern verkaufst einfach so viel. Bei der Gewerbsmäßigkeit ist es so, da steht wieder, dass quasi, wenn ich einen nennenswerten Anteil meines Einkommens durch Betäubungsmittelgesetz, durch Betäubungsmittelstraftaten erwirtschafte, dann wäre es gewerbsmäßiges Handeltreiben besonders schwerer Fall, Mindestfreiheitsstrafe ein Jahr.
ist vergleichsweise häufig. Ist tatsächlich vergleichsweise häufig. Das ist uninteressant. Genau, 29,5. Da wird es dann langsam, ja, gibt es eh faktisch so gut wie nur in Süddeutschland bei Cannabis 29,5 geringe Menge zum Eigenbedarf. Ich gehe nochmal ins Gesetz. Na? War weit. Genau. Das Gericht kann einen von einer Bestrafung absehen, wenn der Täter die Betäubungsmittel lediglich zum Eigenverbrauch in geringer Menge und dann kommen die Straftatbestände. Das ist quasi, die Staatsanwaltschaft kann ja bei geringer Menge zum Eigenbedarf das Verfahren einstellen und der § 29 Absatz 5 ist die Parallele fürs Gericht. Das heißt, da kann das Gericht von Strafe absehen. Das heißt, wenn die Staatsanwaltschaft jetzt irgendwie Hardliner-mäßig quasi jemanden unbedingt anklagen möchte, dann kann das Gericht ja nicht mehr einstellen. Weil das Gericht kann ein Verfahren, das mal vor Gericht landet, nie ohne Zustimmung der Staatsanwaltschaft einstellen. Das heißt, wenn die Staatsanwaltschaft nicht mitspielt, dann kriegt es das Gericht nicht weg, sondern die müssen urteilen. Aber dann können die quasi nach § 29 Absatz 5 BTMG urteilen und können sagen, erstens, der Anklagte ist schuldig wegen vorsätzlichen Besitz von Betäubungsmitteln, zweitens, von Strafe wird abgesehen. Punkt. Und dann ist man zwar verurteilt, aber ohne Strafe. Jetzt wird es richtig interessant, weil hart. Und weil einer meiner riesen Kritikpunkte am Betäubungsmittelstrafrecht, insbesondere in Bezug auf Cannabis, es sind diese Straftatbestände. Mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr, Verbrechen, Strafrahmen 1 bis 15 Jahre. Das ist die Abgabe an Minderjährige, das ist die Nummer 1, und die Nummer 2 ist die nicht geringe Menge. Das heißt, wer besitzt, herstellt oder Handel treibt in nicht geringer Menge, ist mindestens Freiheitsstrafe 1 Jahr. Die nicht geringe Menge berechnet sich immer nach dem Wirkstoff. Das heißt, wir reden jetzt heute nur über Cannabis. Bei Cannabis sind 7,5 Gramm THC. Das ist so, das ist eine Pflanze, das heißt, da kann man jetzt nie genau kalkulieren, wie der Wirkstoffgehalt ist, aber so der Durchschnitt von sichergestellter Marihuana in Europa ist immer irgendwo so zwischen 13 und 15. In Deutschland, glaube ich, waren es vorletztes Jahr mit 13,7 Gramm THC Wirkstoff. Bedeutet, ja, so ungefähr ab so 50, 70 Gramm Marihuana wären wir im Verbrechenstatbestand. Das heißt, bei 70 Gramm Marihuana ein Jahr Mindestfreiheitsstrafe. Und das ist mir einfach rechtspolitisch, das geht mir einfach gegen den Strich. Weil man muss sich mal vorstellen, was muss ich mit einem Menschen anstellen, um Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr zu bekommen? Also gefährliche Körperverletzung reicht nicht. Dann haben wir bei 6 Monaten Mindestfreiheitsstrafe. Also das ist schon richtig heftig. Und das sind so Straftatbestände, die, wo ich mir denke, die kann man sich doch sparen. Das muss doch anders gehen. Das muss man doch irgendwie eher dem Gericht überlassen, die Strafzumessung, und nicht so eingreifen. Dann gibt es zwar den minderschweren Fall, aber im minderschweren Fall sind wir immer noch bei 3 Monaten Mindeststrafe. Dann geht zwar auch Geldstrafe, aber dann sind wir schon fast sicher bei einer Vorstrafe. Heißt einfach ein Führungszeugnis mit allen negativen Konsequenzen. Keine schöne Regelung. So. Da habe ich es reingeschrieben, die nicht geringe Menge. Gut, Marihuana hat es dasselbe, weil es richtet sich immer nur nach dem Wirkstoff. Das heißt, nicht 7,5 Gramm Marihuana, sondern 7,5 Gramm THC, was genau eben drin ist. Das steht übrigens nicht im Gesetz. Also es gibt kein Gesetz oder Verordnung, wo die 7,5 Gramm THC drinstehen, sondern es ist Rechtsprechung. Es ist einfach so, wenn ein neuer Stoff auf den Markt kommt, dann muss irgendwann ein Gericht das Erste sein, das entscheidet, wie schätzen wir jetzt da die Gefährlichkeit ein und in welche Richtung gehen wir da mit der nicht geringen Menge. Wie gefährlich ist das? Das ist aktuell ganz häufig bei den synthetischen Cannabinoiden zum Beispiel. Immer wenn da ein neuer Stoff auf den Markt kommt, dann gibt es eine neue Entscheidung. Ja, ist die äußerst gefährliche, gar tödliche Dosis des Wirkstoffs. Die tödliche Dosis des Wirkstoffs THC, glaube ich, kann man sich streiten, aber da kommen wir später noch dazu. So, § 30, jetzt wird es langsam richtig unangenehm. Jetzt haben wir nämlich 2 Jahre Mindestfreiheitsstrafe. Das sind aber auch nur 4 Tatbestände. Die Nummer 1 kommt nicht vor, Nummer 2 kommt nicht vor, Nummer 2 wäre quasi die gewerbsmäßige Abgabe an Minderjährige.
Das heißt, wenn jemand quasi es halt beruflich macht, die Betäubungsmittel an Minderjährige zu verkaufen. Habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Auch die Nummer 1 habe ich noch nie gesehen. Nummer 3 hatte ich, glaube ich, zweimal. Das ist quasi Verabreichung mit Todesfolge. Das wäre jetzt quasi das Beispiel vorher mit der Heroinspritze an den anderen. Wenn man da quasi leichtfertig den Tod eines anderen verursacht, 2 Jahre Mindestfreiheitsstrafe, ja gut, das kann man irgendwo vielleicht nachvollziehen, aber da gibt es vielleicht auch andere Tatbestände, die in Betracht kämen. Und die Nummer 4 ist die mit Abstand praxisrelevanteste Betäubungsmittel nicht in der Menge unerlaubt einführt. Einfuhr heißt quasi von im Ausland nach Deutschland Grenzübertritt. Eine irre, völlig wahnsinnige Vorschrift. Kann man nicht anders sagen. Insbesondere, also die Vorschrift ist irgendwie 40, 50 Jahre alt, im Rahmen des EU-Binnenmarktes. Ich kaufe mir, also unsere Kanzlei, unser Hauptsitz ist in Freilassing. Das heißt, ich kann von meinem Büro aus nach Salzburg rüberschauen, Österreich. Wenn ich jetzt in Freilassing mir 70 Gramm Marihuana kaufen würde, 1 Jahr Mindestfreiheitsstrafe, fahre ich einen halben Kilometer nach Salzburg rüber, 2 Jahre Mindestfreiheitsstrafe. Warum? Wie? Wo? Also wer ist es? Und das haben wir ganz häufig aktuell bei den Darknet-Bestellungen, Internetbestellungen. Irgendwie bestelle ich mal im Darknet irgendwie 500 Gramm Marihuana. Dem ist es völlig egal, wo das herkommt. Der will halt 500 Gramm Marihuana, schaut natürlich jetzt nicht die Bewertung des Absenders und wo der seinen Sitz hat, weil das steht normalerweise nicht drin. Kommt aus Spanien oder aus Niederlanden oder Heroin aus der Türkei. 2 Jahre Mindestfreiheitsstrafe. Und da gehen Leute in Untersuchungshaft wegen irgendwie einem halben Kilo Marihuana, wo die normalerweise irgendwie, da ist ja fast eine Geldstrafe drin. Oft. Dann gibt es einen minderschweren Fall, der sieht jetzt ganz interessant aus, wenn man sagt, ja, 3 Monate bis zu 5 Jahre, dann kann man das ja eigentlich korrigieren und dann brauche ich mich ja gar nicht so aufregen als Verteidiger, aber dann gibt es diese Sperrwirkung, weil wir haben ja immer noch die niedrige Menge. Das heißt, wir brauchen nicht nur einen minderschweren Fall der Einfuhr in niedriger Menge, dann sind wir nämlich erst bei 1 Jahr bis zu 5 Jahren. Weil ich weiß, man sagt ja, der Besitz oder der Erwerb der niedrigen Menge wäre ja schon 1 Jahr. Das heißt, das kann ja so gar nicht funktionieren. Weil es kann nicht sein, dass ich für die niedrige Menge selber kriege ein Jahr und für die Einfuhr niedrige Menge im mittelschweren Fall nur 3 Monate. Und deswegen sagt man, gibt es die Sperrwirkung 1 Jahr. Und das heißt, ich brauche doppelt einen minderschweren Fall, um dann in die 3 Monate zu kommen. Ja. 30a. Ich habe es irgendwo eh eine katastrophale Norm. Also ich lehne mich gern weit aus dem Fenster, aber bei der Norm bin ich zum Glück nicht alleine. Leider. Sieht die Rechtsprechung komplett anders. Wir haben 30a Absatz 1, das bandenmäßige Handeltreiben. Das ist relativ selten, weil, gut, die Bandendefinition kennen wahrscheinlich die Studenten hier besser als ich, weil die Bande hat man jetzt in der Praxis relativ selten. Insbesondere mit Betäubungsmittelstrafrecht ist so, gibt es viel Rechtsprechung, dass quasi festgefahrene Absatzstrukturen sind keine Bande. Wenn ich immer von denselben einkaufe und an dieselben verkaufe, ist keine Bande. Das heißt, es muss wirklich dann schon einen gewissen Grad an Organisation haben. Klassischerweise irgendwie, einer ist der Kopf, einer kauft ein, 2 Dealer, einer treibt das Geld ein oder schützt. So, wenn man dann sowas hat, dann wären wir dann schon eher in der Bande. Ganz selten. Also ich glaube, da gibt es so unter 100 Fälle in ganz Deutschland, die tatsächlich zur Anklage kommen. Gibt der BGH auch recht regelmäßig auf. Absatz 2 Nummer 1, auch extrem selten ist quasi das ist so ein unschönes Wort, Clankriminalität quasi, es werden Minderjährige zum Handeltreiben eingesetzt. Ich habe so 5 Läufer, die sind 13 oder so, weil die strafmündig sind und die setze ich ein, gibt es in der Praxis so gut wie nicht. Und dann kommen wir zum Schlimmsten. Der meines Erachtens schlimmsten Norm im ganzen BTMG, wenn nicht im ganzen Strafrecht, mit Betäubungsmitteln, also mit Betäubungsmitteln in niedriger Menge unerlaubt Handel treibt, also da brauchen wir die niedrige Menge, 7,5 Gramm THC jetzt bei Cannabis, und dabei eine Schusswaffe oder sonstige Gegenstände mit sich führt, die ihrer Art nach zur Verletzung von Personen geeignet und bestimmt sind. Das ist eingeführt worden im Zuge Kampf gegen organisierte Kriminalität. Also was sich der Gesetzgeber vorgestellt hat, war die Russenmafia in der Tiefgarage, Kilo Kokain im Kofferraum, Kalaschnikow im Anschlag. Einer blinzelt, 3 sterben. Was tatsächlich erreicht wurde mit dieser Norm? 100 Gramm Marihuana unterm Couchtisch,
Schlagring drauf. 5 Jahre im Industriestand. Und das ist, also das ist ein plakatives Beispiel, aber es ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich so. Weil Definition der also wenn man sich die Definition durchliest, Schusswaffe oder sonstige Gegenstände mit sich führt, dann denke ich mir, der Schusswaffe, dann muss ja der Rest auch irgendwie im Lichte der Schusswaffe interpretiert werden. Das heißt, es muss schon eine gewisse Gefährlichkeit haben und jetzt nicht einen Schlagring. Oder einen Baseballschläger. Oder eine Gaspistole mit Pfefferspray. Fällt alles drunter. Wird alles regelmäßig verurteilt gegen Handeltreiben mit Waffe. Wir haben jetzt aktuellen Fall, Amtsgericht in der Nähe von Berlin, Anbau 700 Gramm Marihuana. Da kriegst du sogar in Bayern, da kriegst du sogar in Augsburg Bewährung. Da läuft das Verfahren seit 4 Monaten. Und jetzt ist der Staatsanwaltschaft aufgefallen, wir haben da ein Teppichmesser gefunden. Untersuchungshaft. Da ist am Montag Haftbefehl verkündet worden. Jetzt geht der in Untersuchungshaft wegen irgendwie 500 bis 700 Gramm Marihuana. Das ist völliger Wahnsinn. Völliger Wahnsinn. Und da steht da sonstige Gegenstände, die ihrer Art nach zur Verletzung von Personen geeignet bestimmt sind. Einen anderen Fall hatten wir mit irgendwie 4 Kilo Haschisch und da war es ein Teppichmesser, das war sogar angekugelt und da waren Haschischreste dran. Haftbefehl wegen handtreibenden Waffen. Wo ich sage, okay, das liegt, offensichtlich ist es zum Zerteilen von diesem Haschisch erst erhitzt worden und geschnitten worden. Haftbefehl. Ich darf mich nicht zu lange aufregen. Genau. Schusswaffe, Definition, können feste, gasförmige, flüssige Stoffe sein. Das heißt, keine Ahnung, Wasserpistole wäre das nächste wahrscheinlich. Genau. Und da ist eben das Schlimme, Schreckschusswaffe, wenn der Explosionsdruck nach vorne ausgeht. Also wenn man jetzt einen Laien fragt, was ist eine Schusswaffe, dann wird wahrscheinlich kaum jemand sagen, also ein Schreckschuss ist, aus dem Bauch raus würde ich sagen, Schreckschuss ist keine Schusswaffe. Aber naja, zumindest Anscheinswaffen und Soft-Air-Waffen fallen nicht drunter. Das ist ja schon mal Wahnsinn. Aber der richtige Wahnsinn, gut, sonstige Gegenstände ist immer quasi, je mehr ein Gegenstand eine Waffe nach Waffengesetz ist, also Waffe im technischen Sinne, desto weniger braucht es den Vorsatz, das gegen Menschen einzusetzen. Das heißt quasi, Totschläger, da muss das Gericht jetzt nicht unbedingt groß begründen, warum der jetzt da liegt, um gegen Menschen eingesetzt zu werden. Schlagring, Pfefferspray, ja, Faustmesser, aber dann unten natürlich Küchenmesser, Axt, Baseballschläger. Da ist es natürlich, da muss das Gericht dann natürlich schon einen erheblichen Begründungsaufwand betreiben, dass die nachweisen, dass man das jetzt da hatte, um jetzt im Notfall die Betäubungsmittel zu verteidigen oder es im Notfall gegen Menschen einzusetzen. Und das ist richtig. Absolut Irrste an dieser Norm, die eh schon schlecht ist, ist die Rechtsprechung zum mit sich führen. Wenn man jetzt einen Laien fragen würde, was meinte der Gesetzgeber, wenn ich beim Handeltreiben eine Waffe mit sich führen? Ja, ich habe es halt dabei. Vielleicht gerade noch im Rucksack, aber ich würde jetzt sagen in der Tasche. Und dann gibt es da Rechtsprechung noch und nöcher. Und es hört nicht auf. Das ist so alle 2-3 Jahre gibt es wieder neue Entscheidung. Mit sich führen, dann geht dann vor, wenn der Beschuldigte die Waffe oder sonstige Gegenstände bei der Tat bewusst gebrauchsbereit in der Weise bei sich hat, dass er sich ihrer jederzeit bedienen kann. Gut, jederzeit bedienen ist schon so, komisch. Und dann geht es richtig rund. Aufbewahren der Waffe in dem Raum der Wohnung, in dem der Betäubungsmittelhandel stattfindet. Das heißt, du hast eine Einzimmerwohnung, auf der einen Seite ist das Gras im Schrank, auf der anderen Seite ein Baseballschläger. 5 Jahre Mindestfreiheitsstrafe, weil sie haben das eine Waffe mit dir geführt. Wo ich sage, wenn der Baseballschläger im Schrank liegt, dann würde ich sagen, per Definition ist es gerade kein mit dir führen. Sehr häufige Norm, weil im Endeffekt in jeder Wohnung, in jedem Haushalt werde ich irgendeinen Gegenstand finden, den ich darunter subsumieren kann. Keine Ahnung, was sich die Rechtsprechung dabei denkt. Wenn man die Entscheidung liest, versteht man es genauso wie. Genau, man braucht quasi nur, und das ist dann so eine Verteilungsstrategie, man braucht das Bewusstsein der Verfügbarkeit. Das heißt, wenn jemand irgendwie da irgendwo was rumliegen hat und gar nicht mehr wusste, dass da jetzt irgendwo im Schrank ein Schlagring rumliegt, damit kommt man dann hin und wieder raus. Und übers Handeln treiben natürlich ist auch eine Verteilungsstrategie. Genau. Und da, das ist tatsächlich BGH, glaube ich. Genau. BGH 2012.
mit sich führen. Diesmal hier der Fall, weil sich der Teleskopschlagstock im selben Raum befand, in dem auch die Drogen gelagert wurden. Es wurde dann nicht verkauft, gelagert. Das heißt, mit sich führen beim Handel treiben, steht im Gesetz. Und die Rechtsprechung macht raus, ja, im selben Raum bei der Lagerung. Also im Endeffekt, also keine Ahnung, wo, also wie man auf sowas kommt. Und man, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so ratlos, ich habe die Entscheidung schon gelesen, aber man wird trotzdem nicht schlauer. Und dann für eine einschränkende Auslegung besteht kein Anlass. Also ich würde sagen, das ist keine einschränkende Auslegung, es wird reichen, wenn man es wörtlich auslegt. Und dann regelt ein abstraktes Gefährdungsdelikt. Und das ist mein drittes Riesenproblem mit der Norm. Wo haben wir denn sonst 5 Jahre Mindestfreiheitsstrafe? Das erste, was einem normalerweise in den Kopf fällt, ist Totschlag. Kann es tatsächlich sein, dass wir eine Norm haben, die ein abstraktes Gefährdungsdelikt, die Gefahr, dass jemand zu Tode kommt, genauso schwer bestraft, wie dass jemand zu Tode kommt, ist irgendwie schwer vermittelbar. Und dann ist das Schönste, also das pervers Schönste, die sexuelle Nötigung. Bei der sexuellen Nötigung, bei der Vergewaltigung, bei der Tat eine Waffe verwendet. Bei der Vergewaltigung muss ich die Waffe verwenden, um 5 Jahre zu bekommen. Und bei BTG reicht es, wenn die im Schrank liegt. Das kannst du niemandem erklären. Das kannst du niemandem erklären. So, jetzt wird man wieder einem schöneren Thema. Geringe Mengen zum Eigenbedarf. Ich habe es vorher schon angeschnitten bei § 29.5. Kennt jeder so, ja, im einen 6 Gramm und da und dieses. Das heißt im Endeffekt, wenn jemand, klassischer Fall, Betäubungsmittel besitzt, in geringer Menge und es zum Eigenbedarf bestimmt ist, dann kann die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung absehen und das Verfahren einstellen. Kann steht im Gesetz, das heißt im Endeffekt, das ist im Ermessen der Staatsanwaltschaft. Bundesverfassungsgericht schränkt es aber ein, dergestalt, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, beim Ersttäter ohne Besonderheiten ist das eine gebundene Entscheidung. Das heißt, in einem ganz normalen Standardfall, ein erwachsener Ersttäter muss sogar eingestellt werden. Und dann gibt es in den verschiedenen Bundesländern verschiedene Praktiken und verschiedene Erlasse der Justizminister, wann wie eingestellt wird. In den allermeisten Bundesländern sind 6 Gramm bei Cannabis jetzt. Ich habe es unten auch hingeschrieben. Und dann ist noch Berlin und Bremen seit neuestem 15. Und da gibt es noch ein, zwei mit 10. Genau, dann haben wir es eh. Abgrenzung zur nicht geringen Menge. Ja, das ist eine schöne Perversität des Betäubungsmittelgesetzes. Wir haben, wenn ich jetzt mathematisch oder Germanisten fragen würde, gibt es eine Menge zwischen geringer Menge und nicht geringer Menge, würde wahrscheinlich alle sagen, nein, im Betäubungsmittelstrafe spielt sich das meiste dazwischen ab. Die geringe Menge zum Eigenbedarf, ich habe es unten hingeschrieben, 6 Gramm bei Cannabis im Rest von Deutschland, Bremen, Berlin 15, NRW, Rheinland-Pfalz, Thüringen 10. Und die geringe Menge zum Eigenbedarf, also die geringe Menge, bestimmt sich immer noch im Brutto. Das heißt, was liegt auf der Waage? Die Marihuana-Blüten liegen auf der Waage. Und wie wir schon vorher gehört haben, die nicht geringe Menge bestimmt sich nach dem Wirkstoffgehalt. Und alles dazwischen ist quasi die sogenannte Normalmenge. Etwas bizarre Regelung. Vor allem wäre es schön gewesen, das nicht der Rechtsprechung zu überlassen, sondern das irgendwo ins Gesetz oder in eine Verordnung reinzuschreiben. Aber das werden wir jetzt dann vielleicht irgendwann bald haben. Ah, da habe ich den Bundesverfassungsgerichtsbeschluss eh zitiert. In diesen Fällen werden die Strafverfolgungsorgane, also die Staatsanwaltschaft, nach dem Übermaßverbot von der Verfolgung der bezeichneten Straftaten grundsätzlich abzusehen haben. Schöne Argumentation immer gegen die Staatsanwaltschaften, wenn die quasi bei irgendwie 2 Gramm dann nicht einstellen wollen. Das ist auch eine schöne Argumentation, weil insbesondere, es gibt da verschiedene Einstellungspraktiken bei den verschiedenen Staatsanwaltschaften. Also nicht nur jetzt Nord-Süd und nach Bundesland, sondern auch bei den einzelnen Staatsanwaltschaften gibt es verschiedene Praktiken. Manche sagen, ja, wenn jemand jetzt 2-mal in 2 Jahren erwischt wird, kriegt er beim 2. Mal keine Einstellung. Manche sagen, ja, im 7. Jahr kriegt er keine Einstellung. Manche machen überhaupt keine Differenzierung. Und Bayern ist da meistens relativ extrem, dass tatsächlich da so ist, wenn die Staatsanwaltschaft irgendwo noch im staatsanwaltlichen Verfahrensregister eine Einstellung drin hat, dann gibt es beim 2. Mal keine Einstellung mehr. Aber dann gibt es andere Möglichkeiten.
29.5 oder Einschub gegen Gelderfahrung. Genau, das ist jetzt Bayern. Genau, davon kann in der Regel ausgegangen werden, wenn der Täter im letzten Jahr mit Drogen nicht auffällig geworden ist. Das heißt, zweimal im selben Jahr wäre in Bayern dann schon das Problem. Machen aber viele Staatsanwaltschaften auch anders, da reicht es, wenn man, auch wenn es schon länger ist. Fahrerlaubnis. Auch ein Riesen. Also im Endeffekt sind wir mit Betäubungsmittelstrafrecht durch. Gibt es irgendwelche Zwischenfragen, bevor es in Richtung Fahrerlaubnis und Legalisierung geht? Dann ziehen wir das jetzt schnell durch, weil es ein leidiges Thema ist, das sich aber hoffentlich, da gibt es ja auch Bestrebungen, das zu ändern. Das ist aus der Anlage 4 zur Fahrerlaubnisverordnung direkt rauskopiert, was viele unterschätzen und was natürlich interessant wird, wenn legalisiert ist. Diese Tatbestände, die da drin stehen, das ist alles ohne Führen eines Kraftfahrzeugs. Also Führen eines Kraftfahrzeugs im Straßenverkehr unter Betäubungsmitteleinfluss kostet immer den Führerschein. Grundsätzlich immer. Abseits des Straßenverkehrs kann ich aber auch sehr leicht den Führerschein verlieren. Ja? Genau, eine Frage zum Betäubungsmittelgesetz. Hat sich der BGH eigentlich schon mal geäußert zu dieser Diskrepanz, zu diesem Nord-Süd-Gefälle und zur unterschiedlichen Praxis der Staatsanwaltschaften? Weil eigentlich kann man ja mit der Einheit der Rechtsordnung argumentieren, dass gerade diese unterschiedlichen Freimengen entweder unter Gesetzesvorbehalt gestellt oder Gesetzgeber geregelt werden sollten. Oder der BGH, der sich dazu mal äußern muss. Da hat sich nicht nur der BGH geäußert, da hat sich so das Bundesverfassungsgericht geäußert mit dem Cannabis-Beschluss 1994. Weil da auch argumentiert worden ist, dass die Kriminalisierung von Cannabis deshalb verfassungswidrig ist, weil die Ungleichbehandlung. Weil du nicht, wenn du jetzt, du kaufst dir in München 5 Gramm und fährst damit nach Berlin, dann weißt du nicht, machst du dich strafbar. Du hast nicht in der Hand, ob dein Verfahren eingestellt wird oder ob du verurteilt wirst. Weil im Endeffekt in Bayern bist du verurteilt, wenn du es nicht nach Berlin schaffst, wird eingestellt. Also das ist, ja, das ist schon extrem hintergehalten. Weil du im Endeffekt da, wenn es jetzt, sagen wir mal, es sind 10 Gramm, Bayern, Thüringen, wirst du überall verurteilt, wenn du es aber bis nach Berlin schaffst, da wird eingestellt. Und ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ja, das ist jetzt nicht so optimal, aber geht noch klar. Also muss man sich tatsächlich mal durchlesen. Also, der Beschluss ist tatsächlich sehr interessant. Aber wie gesagt, da sieht das Bundesverfassungsgericht kein Problem und ja, zum BGH wird man mit so einem Fall ja eben nicht kommen, leider. Genau, also wie gesagt, was ganz viele unterschätzen, einmaliger Konsum von Betäubungsmitteln, außer Cannabis, immer Entziehung der Fahrerlaubnis. Das heißt, Kokain, Amphetamin, Ecstasy, Pilze, egal was, wenn der Konsum nachgewiesen ist, der Führerschein weg. Auch wenn ich seit Jahren nicht Auto gefahren bin. Und da wird dann das Riesenproblem sein, regelmäßiger Konsum von Cannabis. Ungeeignet. Ist in meinen Augen, muss dann geändert werden. Es kann so nicht gehen. Es kann schon aktuell nicht gehen, meines Erachtens. Weil, was geht es den Staat an, was ich am Freitag, Samstag, Sonntag, Montag konsumiere, wenn ich 3 Monate später Auto fahre und völlig nüchtern bin. Nichts in meinen Augen. Und deswegen finde ich der regelmäßige Konsum, weil einfach, das ist einfach eine antiquierte Vorschrift, da geht man davon aus, ja so, keine Ahnung, Kiffer, wenn der regelmäßig konsumiert, dann ist der so, keine Ahnung, verblödet, dass er Konsum und Autofahren nicht trennen kann. Und er ist so abhängig, dass er es nicht trennen kann. Und das ist in meinen Augen einfach schlicht falsch. Weil ich kann nur dadurch beweisen, dass ich nicht trennen kann, wenn ich es nicht trenne. Aber anders ist es einfach ein Generalverdacht, der so nicht denkbar. Das lasse ich mir noch irgendwo argumentativ gefallen, wenn es jetzt um irgendwie Methamphetamin, Heroin geht. Dass man sagt, okay, keine Ahnung, mit dem Suchtdruck ist es dann irgendwie dann wahrscheinlich nicht möglich, dann irgendwie jemals nüchtern zu fahren. Aber bei anderen Betäubungsmitteln als LSD, Cannabis, keine Ahnung. Das muss sich ändern. Gelegentlicher Konsum, geeignet mit Stern, das heißt, wenn jetzt kein Mischkonsum mit Alkohol oder was auch immer, auch relativ gefährliche Norm. Missbräuchliche Einnahme von anderen psychoaktiv wirkenden Stoffen, das heißt quasi, wenn ich irgendwelche Substanzen konsumiere, die nicht unter das BTMG fallen, die aber auch psychoaktiv sind, keine Ahnung, Fliegenpilz, dann wäre ich auch ungeeignet.
Ja? Ja, wie ist das denn bei dem regelmäßigen Cannabiskonsum bei Personen, die medizinisches Cannabis verschrieben bekommen? Die, ja, die fallen theoretisch nicht drunter. Weil das ist jetzt die 9.96 der Anlage 4 zur Freilassungsverordnung. Und dann gibt es noch irgendwie den nächsten Punkt, ist dann irgendwie 9.7, glaube ich, wo dann drin steht quasi, wer Medikamente nach ärztlicher Verordnung und geeignetes Auto zu fahren, da gibt es keine entzündliche Freilassung. Das heißt, medizinisches Cannabis ist grundsätzlich, dann fällt man nicht unter den gelegentlichen Konsum und dann darf man theoretisch Auto fahren. Und darf man ja sogar auch unter dem Einfluss Auto fahren. Das ist Paragraph 24a Straßenverkehrsgesetz, das ist ja quasi Trunkenheit im Verkehr, auch mit Betäubungsmitteln, und der gilt ja auch nicht für Patienten. Das heißt, der Cannabis-Patient, wenn der ärztliche Verordnung hat und tatsächlich fahren kann, dann darf er auch fahren. Das heißt, der kann einen Joint rauchen und eine Stunde später losfahren. Das kann der Cannabis-Patient machen, wenn der Arzt sagt, das ist in Ordnung. Und ist auch in aller Regel in Ordnung, weil wenn jemand jetzt irgendwie zu 2 Gramm am Tag konsumiert, dann ist er eben mit der Toleranzbildung, normalerweise sind die dann tatsächlich nicht beeinträchtigt beim Führen eines Fahrzeugs. Von dem her ist der regelmäßige Konsum Cannabis eigentlich eher schlecht, also ein schlechtes Beispiel, weil ein regelmäßiger Konsument oder ein Dauerkonsument, der wird im Zweifel besser fahren als jemand, der alle 3 Jahre mal einen Joint raucht. Ja. Also jetzt nicht automatisch immer, sondern im Rahmen des Konsums, sagen wir mal so. Genau. Und das ist auch relativ überraschend. Es reicht schon bei, jetzt sage ich mal, härteren Betäubungsmitteln, reicht schon der Besitz. Das heißt, Kokain, Amphetamin führt schon dazu, der Besitz, dass die Feuerlaubnis zumindest gefährdet ist, weil es ein ärztliches Gutachten gibt. Das heißt, Besitz von Kokain, ohne jemals in meinem Leben Auto gefahren zu sein. Das heißt, sagen wir, ich mache einen Führerschein, bin in meinem Leben noch kein Auto gefahren, kein eigenes, und werde erwischt mit Kokain, Führerschein weg. Führungszeugnis. Das brauchen wir jetzt nicht genau darauf eingehen, das kann sich jeder selber durchlesen. Im Endeffekt so, die erste Verurteilung bis zu 90 Tagessätzen Geldstrafe, taucht nicht im Führungszeugnis auf, dann bin ich nicht vorbestraft, sieht dann faktisch keiner. Bei schweren Verurteilungen haben wir dann verschiedene Löschfristen, 3 und 5 Jahre im Führungszeugnis, im Bundeszentralregister sind es 5, 10 und 15 Jahre, und da wird sich auch was tun. Dann haben wir noch eine sehr, Gewerbezentralregister ist uninteressant, polizeiliche Kriminalakt ist auch relativ uninteressant, da haben wir noch eine sehr extreme Norm, die meines Erachtens, das ist aber dann wahrscheinlich meine fast letzte Hasstirade auf den Gesetzgeber, ist 25 Jugendarbeitsschutzgesetz. Bei bestimmten Straftaten ist es so, dass das Verbot ausgesprochen wird, Jugendliche auszubilden oder zu beaufsichtigen. Das ist Arbeitsrecht, das heißt, ich darf dann keine minderjährigen Azubis haben. Ich darf dann als Handwerksmeister keine Minderjährigen ausbilden. Und das ist zum Beispiel, wenn ich für eine Freiheitsstrafe von mindestens 2 Jahren bekomme, das heißt, keine Ahnung, Steuerhinterziehung, Körperverletzung, kriege ich 2 Jahre Freiheitsstrafe, dann darf ich 5 Jahre lang keine Azubis ausbilden. Im BTMG nie. Das heißt, einen Menschen muss ich irgendwie halb totschlagen, damit ich keine Azubis mehr ausbilden kann, aber mit 11 Gramm Marihuana nach Berlin fahren, wenn ich das Problem habe, in Thüringen aufgehalten zu werden, dann darf ich 5 Jahre keine Azubis mehr ausbilden. Mir nicht ganz klar, wie solche Regelungen zustande kommen. Weil da hätte man zumindest irgendeine Mindestgrenze einzuführen, 90 Tagessätze oder 180 Tagessätze oder überhaupt Freiheitsstrafe. Aber bei einer Körperverletzung, sexueller Nötigung oder was auch immer, brauche ich 2 Jahre, mit dem gereichen 10 Tagessätze Geldstrafe. Ja. Jetzt bin ich doch noch nicht fertig mit Schimpfen über den Gesetzgeber. Genau. Der Sinn und Zweck des Betäubungsmittelgesetzes. Es ist so, man hat so als Praktiker immer so drin, es soll die Volksgesundheit geschützt werden. Es klingt nicht nur nach Dritten Reich, sondern fühlt sich auch so an, dass das Betäubungsmittelgesetz soll die Volksgesundheit schützen. Das ist aber falsch. Eigentlich ist das nur so, im Volksmund sagt man das so, als die Praktiker sagen das, Staatsanwälte, Richter. Aber es gibt eine genaue Definition, nämlich versteckt in § 5 Absatz 1 Nummer 6. Zweck dieses Gesetzes, also wir sprechen jetzt wieder über das Betäubungsmittelstrafrecht, ist die notwendige medizinische Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen und den Missbrauch von Betäubungsmitteln oder die missbräuchliche Herstellung ausgenommener Zubereitung
für das Entstehen oder Erhalten einer Betäubungsmittelabhängigkeit so weit wie möglich auszuschließen. Das heißt im Endeffekt, wir wollen die Abhängigkeit bekämpfen. Wie wir vorher schon besprochen haben, gibt es ja die eigenverantwortliche Selbstschädigung, die straflos ist. Das heißt, der Konsum ist nicht strafbar. Und das ist mein Riesenproblem mit dem Betäubungsmittelgesetz. Der Gesetzgeber kann mir den Konsum nicht verbieten, weil es Teil meiner allgemeinen Handlungsfreiheit ist. Ich kann mir den Arm abschneiden, ich kann mir das Auge ausstechen, ich kann kiffen, ich kann koksen, wenn ich möchte. Was nimmt sich der Gesetzgeber raus, mir das verbieten zu wollen? Jetzt, das ist jetzt polemisch. Tabak, Todesfälle. 127.000 pro Jahr in Deutschland. Todesfälle aufgrund von Zigaretten. Todesfälle Alkohol. 74.000 pro Jahr. Das wird richtig polemisch. Ernährungsbedingte Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ernährungsbedingt. Diabetes, falsche Ernährung, Zucker, Fett. Da sind wir in Deutschland auch 5 bis 6 Stellen. Todesfälle Ausschrift 1826. Ich habe es hier drin. Es ist, wenn man darüber nachdenkt, verdammt wenig. Nicht nur in Relation zu den anderen. 1826. Davon sind 30 Fentanyl. Die Horrordroge überall in den Medien. Fentanyl tötet unsere Jugend. 30 pro Jahr. Heroin unter 200. 195 Todesfälle durch Heroin pro Jahr. Also jetzt, Spoiler Alert. Cannabis wird man jetzt da nicht finden. Genau. Und da haben wir jetzt diesen schönen Beschluss, diese Cannabis-Entscheidung von 1994. Da hat sich das Bundesverfassungsgericht ja ausnahmsweise mal sehr, sehr viel Zeit genommen und auch sehr groß begründet, warum jetzt Cannabis trotzdem das Verbot noch in Ordnung ist. Mein Lieblingssatz ist, was den Vergleich zwischen Cannabisprodukten und Nikotin angeht, liegt ein hinreichender Grund für die unterschiedliche Behandlung schon darin, dass Nikotin kein Betäubungsmittel ist. Das ist richtig super. So, okay. Cannabis ist zu Recht im BTMG, weil Nikotin nicht im BTMG ist. Oder, also, irgendwie schwer verständlich. Das ist der einzige Satz, der im Urteil drinsteht in Bezug auf Nikotin. Das ist irre falsch natürlich. Das ist natürlich irre falsch, weil wir in Deutschland eben keine Definition von Betäubungsmitteln haben, im Sinne von ein Stoff, der süchtig macht und gesundheitsgefährdend ist, ist ein Betäubungsmittel. Sondern Betäubungsmittel ist, was halt eben drinsteht. Und dann kann ich auch als Bundesverfassungsgericht nicht argumentieren, dass Nikotin nicht so tragisch ist, weil es nicht im BTMG drinsteht. Okay. Alkohol ist, da haben sie wenigstens ein bisschen Mühe gegeben, aber es ist fast schon humoristisch. Die unterschiedliche Behandlung von Cannabis und Alkohol gibt es gewichtige Gründe. Der Missbrauch von Alkohol, die Gefahren den Einzelnen, auch wie auch für die Gemeinschaft mit sich bringt, ist beim Konsum von Cannabisprodukten, also Alkohol kommt in der Gefährlichkeit Cannabis fast gleich, wenn es nicht sogar übertrifft. Wenn wir jetzt vorher schauen, mit den 70.000 Todesfällen in Deutschland, null Cannabis, würde ich sagen, das mit dem Gleichkommen ist jetzt vielleicht etwas komisch ausgedrückt. Und dann die schöne Argumentation, Gleichwohl ist zu beachten, dass Alkohol eine Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten hat. Denen auf Seiten der rauscherzeugenden Bestandteile und Produkte der Cannabispflanze nichts Vergleichbares gegenübersteht, weil in Marihuana kann man ja nur kiffen quasi. Kann man Alkohol, da gibt es Wein, Bier, man kann einlegen, ein paar Limen. Das ist irre. Und dann, alkoholhaltige Substanzen dienen als Lebens- und Genussmittel. Das ist ein Riesenargument. In Form von Wein werden sie auch im religiösen Kult. Es gibt übrigens auch Alkoholfreien. In allen Fällen dominiert eine Verwendung des Alkohols, die nicht zu Rauschzuständen führt. Eine berauschende Wirkung ist allgemein bekannt und wird durch soziale Kontrolle überwiegend vermieden. Beim Cannabis aber, da steht die berauschende Wirkung im Vordergrund. Also,
Und damit sagt man, okay, ja, 70.000 Toten von Alkohol, die kann man schon hinnehmen, aber Cannabis nicht. Nee, und das ist so, das ist eigentlich, also wenn man die ganze Passage durchliest, spricht es eigentlich genau in die andere Richtung. Es ist ein Argument genau für die andere. Alkohol ist allgegenwärtig, du kannst Alkohol nicht auskommen. Und wenn du trockener Alkoholiker bist, dann bist du wie Veganer. Du kannst eigentlich nirgends hingehen und du musst dich fragen, wo ist der Alkohol? Weil du kannst im Endeffekt bei der Nachspeise, musst dich fragen, wo ist der Alkohol? Und es ist sozial allgegenwärtig, es ist einfach evident bedeutend gefährlicher als Cannabis. Ich mag Alkohol, aber wie gesagt, ich bin nicht dafür, dass Alkohol verboten wird, aber im Endeffekt mit der Argumentation kann ich nicht sagen, andere Betäubungsmittel sind verboten. Genau. Das ist nur ein kleiner Einschub, statistisch rund ein Viertel aller Tatverdächtigen wegen Gewaltdelikten stehen unter Alkoholeinfluss. So wie zu, der Rausch steht nicht im Vordergrund. Genau. Und dann ist immer, das ist jetzt so, deswegen, ich rolle jetzt nicht die Argumentation so auf, wie jetzt klassischerweise jetzt irgendwie der Deutsche Handverband oder sonst wer, dass man sagt, ja, Alkohol ist viel schlimmer, Tabak ist viel schlimmer und die böse Pharmaindustrie möchte uns Cannabis verbieten oder so. Mein Argument für die Legalisierung von Cannabis, mir kann es der Staat einfach nicht verbieten. Wenn ich mich tot saufen, tot rauchen kann, tot fressen kann, dann kann er nicht verbieten, mich tot zu kiffen oder tot zu spritzen. Es geht einfach nicht. Und ich bin zum Glück nicht ganz alleine, aber relativ alleine. Ich bin sogar dafür, das komplette BTMG sein zu lassen, so wie es ist. Weil, mit welcher Argumentation kann mir ein Staat vorschreiben, was ich an Stoffen besitzen darf und was nicht? Insbesondere mit der Argumentation auf die Gefährlichkeit, die wir an den Zahlen ja relativ schön ablesen können. Und das ist mein Problem. Weil, wie gesagt, der Konsum kann nicht verboten werden. Gleich. Der Konsum kann nicht verboten werden. Der Besitz schon. Warum? Der Staat stellt mich unter Generalverdacht, wenn ich besitze, gebe ich auch potenziell an andere ab. Das ist in dieser Denkvorgang ist in meinen Augen falsch, weil ich gebe auch meinen Kindern keine Zigarren und keinen Whisky, deswegen werde ich auch meinen Nachbarn keinen Cannabis geben. Ja? Aber könnte man nicht unsere Statistik anführen, dass, ja, weil es eben verboten ist, sind eben diese Zahlen so niedrig. Genau. Man hat ja trotzdem immer diese Präventionsfunktion, ja, da gibt es Strafen drauf, mach ich jetzt lieber nicht. Genau. Ich habe selber mit meinem Freundeskreis so überlegt, ja, wie ist es denn, wenn es strafbar ist? Meine Karriere ist wirklich im Arsch, wenn ich jetzt erwischt werde und bestraft bin. Ich kann kein Richter mehr werden, ich kann kein Staatsanwalt mehr werden und so weiter. Ich kann vielleicht auch kein Anwalt mehr werden. Schön, das. Ja, aber wenn ich, da haben wir ja viele Beispiele. Portugal, Tschechien, Niederlande, Kalifornien, Kanada. Mit Kanada bis zu 250 Gramm legal. Und da ist jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, dass man nicht mehr auf die Straße gehen kann, weil alle bekifft Auto fahren oder irgendwie Kriminalität extrem ist. Und ist zufällig tatsächlich den nächsten Punkt vorweggenommen. Es gibt legale Türen. Ketamin, LSD-Derivate, 1V-LSD, 1D-LSD, HHC, genauso Wirkstoff. Genauso wirksam wie THC, aber also Ketamin gibt es jetzt schon seit wahrscheinlich 100 Jahren und es ist immer schon legal, der Besitz in Deutschland. Und von der Wirkung her jetzt schon vergleichbar mit Amphetamin, Kokain auf einem Level. Aber also wenn ich jetzt so Hüting gesehen nicht irgendwie Ketaminleichen rumliegen, sondern eher Bierleichen. Also es gibt legale Betäubungsmittel. Und das ist auch bekannt. Also Ketamin ist jetzt in der Szene relativ bekannt. Aber es ist nicht so, dass jetzt irgendwie wir keine Ahnung Zustände haben wie irgendwie in Mexico City, weil Ketamin legal ist. Und ich gehe jetzt davon aus, dass das jetzt bei anderen Betäubungsmittel auch nicht der Fall ist. Gibt es sonst noch Fragen dazu? Weil sonst höre ich auf mit meiner Hassrede und gehe auf quasi, was jetzt tatsächlich geplant ist. Dann starten wir einfach mal weiter. Genau. Legalisierung. Wir haben, Grundlage für die Legalisierung war der Koalitionsvertrag. Ich habe mich relativ weit aus dem Fenster gelesen und ein paar Videos auch interpretiert, was ich so denke, was kommen wird. Ziemlich falsch im Nachhinein. Also, ich denke, dass meine Interpretation ex ante richtig war, aber wir wurden alle ziemlich überrascht. Es war nämlich so drin, kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften. Qualitätskontrolle, bla bla bla, Jugendschutz, Drug-Checking, Evaluierung nach 4 Jahren. Das ist auch alles so gekommen. Ich habe mich dann aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ich sehe da keinen Anbau.
dass der private Eigenanbau legalisiert wird, kann ich mir nicht vorstellen. Weil kontrollierte Abgabe in lizenzierten Geschäften schließt für mich den privaten Anbau aus. Genauso Qualitätskontrolle, Jugendschutz, schwierig. Und dann hat uns alles überrascht. Deswegen schreibe ich jetzt so schön plakativ die Revolution drüber, nämlich das Eckpunktepapier. Also wir sind jetzt auf dem Stand, dass es ein Eckpunktepapier gibt aus dem Gesundheitsministerium. Das wurde quasi im Gesundheitsministerium erstellt und von den anderen Ministerien abgesprochen und hat sich jetzt quasi die Koalition zu eigen gemacht, die Bundesregierung, und hat jetzt dieses Eckpunktepapier ja, beschlossen. Weil es ja im Endeffekt, glaube ich, jetzt so staatsrechtlich ist das ja eigentlich nichts. Das ist eigentlich also eine Absichtserklärung wahrscheinlich. Und das Kernstück dieses Neuanfangs ist Cannabis und THC. Das steht so drin, das ist Anführungszeichen, das wörtliches Zitat aus dem Eckpunktepapier. Cannabis, Pflanze, Cannabis-Harz und THC werden dabei künftig rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel im Sinne des BTMG eingestuft. Das heißt, und das war eine riesige Überraschung für mich, Cannabis soll komplett raus aus dem BTMG. Das heißt, die ganzen Paragraphen, die wir jetzt vorher besprochen haben, kann man alles vergessen. Also Führungszeugnis, Führerschein natürlich trotzdem weiterhin, aber Cannabis ist dann kein Betäubungsmittel mehr. Und dann muss es quasi ein neues Gesetz geben, das Cannabis regelt. Da gab es von den Grünen schon mal vor 5 Jahren so ein Cannabis-Kontrollgesetz, haben die irgendwie entworfen. Das kommt jetzt so nicht, aber geht ähnlich in die Richtung. Und dann soll es immer ein gesondertes Gesetz geben. Sanktionierung. Das ist, wie gesagt, Anführungszeichen, das ist alles jetzt einfach wörtlich aus dem Eckpunktepapier raus. Erwerb und Besitz einer Höchstmenge von 20 bis 30 Gramm, da ist man sich noch nicht sicher, Genuss Cannabis zum Eigenkonsum im privaten und öffentlichen Raum, unabhängig vom konkreten THC-Gehalt und Herkunft straffrei. Bedeutet, es wird Geschäfte geben, wo verkauft wird. Ob es 20 oder 30 Gramm auf einmal ist, dann wird wahrscheinlich noch entschieden werden. Und es gibt quasi nur die Höchstmenge an Erwerb und Besitz. Das heißt, ich kann so viel gleichzeitig besitzen. Und dann dementsprechend auch nur gleichzeitig so viel erwerben und nicht mehr. So wird es voraussichtlich aussehen. Wie das dann mit der nächsten Regelung unter 8 zusammenpasst, wird sich noch zeigen. Nämlich nicht. Eigenanbau zum Eigenkonsum. Im begrenzten Umfang gestattet und straffrei. Das heißt, 3 weibliche blühende Pflanzen pro volljähriger Person. 3 Pflanzen, 20 bis 30 Gramm, ist schlecht. Also ist ein ambitionierter Gärtner, ist da bei 3 Pflanzen eher so bei 100 aufwärts. Das heißt, da wird sich zeigen, wie die Regelung dann aussehen wird. Weil 7 und 8 schließen sich meines Erachtens aus. Beziehungsweise die Regelung 8 kann man sich sparen, wenn es die Regelung 7 gibt. Weil Anbau 3 Pflanzen, 20 Gramm, da müsste ich irgendwie so ernten, dass irgendwie noch wenig dran ist. Das ist nicht so, in sich nicht stimmig. Vor allen Dingen funktioniert der legale Anbau von 3 Pflanzen nicht mit der Obergrenze. Also im Endeffekt, das funktioniert nicht. Da oben steht noch der THC-Gehalt. Das war anfangs einmal ein Gespräch, dass man sagt, okay, es gibt Obergrenzen von 10 bzw. 15% THC, also eine Wirkstoffbegrenzung für das legale Cannabis. Das ist komplett raus. Das war ja mal ein Gespräch, dass beim Heranwachsen, das heißt zwischen 18 und 21, maximal 10%iges THC, also irgendwie so Gras Light, und ab 21, das heißt ab Erwachsenenalter, dann quasi bis zu 15%. Auch wäre auch nicht praktikabel gewesen in Bezug auf die, den Anbau, weil beim Anbau ist der Wirkstoffgehalt natürlich unkontrollierbar. Minderjährige. Ich lese das so. Für Minderjährige bleiben die bisher strafrechtlich bewährten Verhaltensweisen, Anbau, Erwerb, Besitz weiterhin verboten. Das heißt, Minderjährige dürfen nicht anbauen, besitzen. Aber genau, ja? Nein, nach 20 bis 30 Gramm, das ist der zeitliche Rahmen, also so 20 bis 30 Gramm am Tag oder am nächsten Tag kann ich wieder zur Apotheke gehen? Oder? Nein, das wird wahrscheinlich die Obergrenze für den Besitz sein. Das heißt, man darf quasi nie mehr als 20 Gramm gleichzeitig besitzen oder 30 Gramm. Ich lese es zumindest so, weil Erwerb und Besitz, ich lese es so, dass das quasi eine allgemeine Obergrenze ist, was natürlich so nicht funktionieren wird. Das ist unpraktikabel, weil, keine Ahnung, ich habe Ferienhaus auf Rügen und bin doch halb bei meiner Lebensgefährtin und da liegen überall 20 Gramm. Wer soll das wie kontrollieren? Weil laut BTMG ist nämlich so,
gut, wir sind dann nicht mehr BTMG, aber in BTMG wäre es so, dass quasi gleichzeitiger Besitz verschiedener Mengen ist quasi ein Besitz. Das heißt, wenn ich an drei verschiedenen Orten 20 Gramm habe, dann habe ich insgesamt 60. Liegt ja auch irgendwo nahe. Ja? Und das ist ja unmöglich zu kontrollieren. Weil dann, wenn jemand auf der Straße, dann haben wir wieder das Problem, wenn jemand auf der Straße unterwegs ist und hat 20 Gramm dabei, dann müsst ihr Ausdrucksuchung machen, ob er noch eins zu Hause hat. Das ist wieder so, ja, es also gäbe es natürlich nicht, weil dann wären wir ja quasi im Ordnungswidrigkeitenbereich, aber naja. Genau, Minderjährige. Also alles, was jetzt strafbar ist, Besitz, Erwerb, Anbau, ist weiterhin verboten für Minderjährige. Das heißt, wer unter 18 ist, macht sich darum Besitz nicht strafbar. Es steht zwar da verboten, aber nicht strafbar. Es wird ein verwaltungsrechtliches Verbot. Quasi vergleichbar mit jetzt Alkohol und Zigaretten. Minderjährige dürfen kein Alkohol und keine Zigaretten besitzen, werden aber dafür nicht bestraft. Also wenn ein 17-Jähriger Zigaretten dabei hat oder eine Flasche Wodka, dann wird ihm die Polizei abnehmen, wird dem Jugendamt vielleicht gemeldet, wird nach Hause gefahren, aber es ist keine Straftat natürlich. Weil es wäre ja widersinnig, irgendwie den Jugendlichen härter zu bestrafen als den Erwachsenen. Und deswegen gibt es nur ein verwaltungsrechtliches Verbot, das heißt, es wird verboten, aber es gibt keinen Straftatbestand. Wie zum Beispiel aktuell im NPSG, im neuen psychoaktive Stoffe-Gesetz, ist es auch so. Also bei den teilweise synthetischen Cannabinoiden. Da wird es richtig interessant und das ist das, was ich so etwas als Revolution bezeichne, weil das wird richtig interessant in der Praxis, insbesondere für uns. Es gibt weiterhin Straftatbestände. Handel treiben, Verkehr bringen ohne Lizenz, Abgabe an Minderjährige, Anbau in größeren Mengen als erlaubt ist. Man kann ja immer noch gegen die ganzen Legalisierungsbestrebungen kann man ja verstoßen. Dann wird einiges zu Ordnungswidrigkeit. Das heißt, nicht zu schnell fahren, kriege ich dann Bußgeld. Das heißt, wenn ich wahrscheinlich dann 4 Pflanzen statt 3 habe oder 35 Gramm statt 30, dann ist das eine Ordnungswidrigkeit. Das heißt, dann kommt nicht die Staatsanwaltschaft und ich gehe vor Gericht, sondern kommt die Polizei und das Polizeiverwaltungsamt schickt mir Bußgeldbescheid. Da steht dann drin, sie haben widerrechtlich 5 Gramm zu viel Cannabis besessen, 500 Euro Bußgeld plus Verwaltungskosten. Beim § 29. Das quasi, was jetzt so der Paragraph 29 wäre. Und dann geht es weiter. Es gibt dann doch auch die schwereren Straftaten. Den Besitz in nicht geringer Menge, das gewerbsmäßige Handeltreiben. Die werden strafbar bleiben. Aber aktuell ist das ja ein Verbrechen. 1 bis 15 Jahre Mindestfreiheitsstrafen. Das heißt Strafrahmen 1 bis 15, 29a BTMG. Das geht runter auf 3 Jahre bis zu 5 Jahre. Das heißt, wir haben aktuell 1 bis 15 und daraus werden 3 bis 5. Das ist natürlich für uns gigantisch. Wenn das kommt, dann ist ja das zeitlich mildere Gesetz anzuwenden. Das heißt, wenn jemand jetzt eine Plantage hat oder 5 Kilo, dann ist der jetzt angeklagt zum Schürfengericht. Mindestfreiheitsstrafe 1 Jahr, Strafrahmen 1 bis 15. Wenn wir, was wir nie tun würden, theoretisch das Verfahren rauszögern würden ohne Ende, dann wären wir in einem anderen Strafrahmen. Dann sind wir nicht mehr bei 1 bis 15, sondern bei 3 Monaten bis zu 5 Jahren. Das ist so minimal. Da müsste im Endeffekt der Haftbefehl aufgehoben werden. Das heißt, wir hoffen natürlich stark darauf, dass diese Legalisierung einfach so schnell wie möglich kommt, weil es für viele Menschen eine deutliche Erleichterung wird. Und dann geht es weiter. Verbrechen mit einer Strafbewährung nicht unter einem Jahr. Genau. Bandenmäßiges Handeltreiben. Handeltreiben nicht geringer Menge mit Waffen. 1 Jahr. Wo steht's? Nicht unter einem Jahr. Das heißt, der 30a BTMG, der aktuell 5 Jahre Mindestfreiheitsstrafe vorsieht, wird runtergehen auf 1 Jahr Mindestfreiheitsstrafe. Das heißt nicht mehr 5 bis 15, sondern 1 bis 15. Ein riesen Unterschied. Welchen Unterschied? Weil 5 bis 15 heißt erste Instanz am Landgericht. Du hast nur eine Instanz und dann die Revision. Das heißt, extrem schwierig. Dann wäre man der erste Instanz am Landgericht. Ein Riesenunterschied. Also wenn da jemand ein Verfahren hat, mit irgendwie in der Richtung, und den überholt die Legalisierung, der muss feiern und irgendeiner Kirche beitreten oder spenden. Weil das ist...
ist unglaublich. Also, dass das von 5 Jahren Mindeststrafe auf 1 Jahr Mindeststrafe runtergeht, das ist der Checkpoint. Weil bei 5 Jahren Mindeststrafe, da musst du vor Gericht kämpfen, damit du irgendwie einen mindestschweren Fall kommst und 2 bis 3 bekommst. Bei 1 Jahr Mindeststrafe, ist faktisch geht von selber. Genau, das ist interessant. Und David, ein Satz, der jetzt für uns sehr interessant ist, auch schon jetzt vor der Legalisierung, auch vor dem Inkrafttreten der geplanten neuen Regeln obliegt es den Strafverfolgungsbehörden der Länder, den Staatsanwaltschaften, von der Verfolgung abzusehen und durch geltenden Opportunitätsvorschriften, insbesondere 31a BZMG, anzuregen. Das heißt, liebe Staatsanwaltschaft, schaut an, was wir hier geschrieben haben. Stellt die Verfahren ein. Passiert es? Nein. Wir haben immer noch, glaube ich, diese Woche wieder irgendwie eine Anklage wegen 0,5 Gramm Marihuana. Anklage vor Gericht 2022, nach dem Satz. Und wir sitzen dann vor Gericht, nachdem die Bundesregierung sowas reinschreibt, sitzen wir vor Gericht und uns erzählen dann die Richter, das geht eh nicht durch, das glaube ich erst, wenn es soweit ist, und so in die Richtung. Sehr unschön. Dann eine diesbezügliche Abstimmung unter den Ländern wird angeregt. Das wäre natürlich ein Traum, wenn tatsächlich mal eine Bundeseinheit die Regelung geben würde. Und es würde natürlich sehr schön sich anbieten, einfach jetzt Justizministerkonferenz der Länder zu sagen, liebe Staatsanwaltschaften der ganzen Bundesrepublik, stellt einfach alle Verfahren ein bis zu 20 Gramm. Punkt. Warum nicht? Warum nicht? Das habe ich vorher ein bisschen vergessen bei meiner stockenden Rede, warum ich für die Legalisierung bin. Wenn man alles beiseite nimmt, die Strafverfolgung zerstört sehr viel. Wir haben über 300.000 Taten wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz pro Jahr in Deutschland. Glaube ich, 60.000 Verurteilungen pro Jahr. Die sind, von den 60.000 kannst du davon ausgehen, dass so ein Drittel ist ruiniert. Die gehen 2-3 Jahre in Haft, Führerschein weg, Arbeit weg, Familie weg. Warum? Für was? Für was? Damit der Staat mir verbieten kann, keine Ahnung, LSD zu konsumieren. Warum? Wir haben regelmäßig, mindestens einmal im Monat, dass irgendwo jemand in Haft geht, Untersuchungshaft, Azubi, Familienvater mit 3 Kindern, und der verschwindet dann einmal 6 bis 9 Monate in Untersuchungshaft, weil er ein paar Pflanzen zu Hause hat. Das geht nicht. Das ist politisch unvertretbar. Und wenn sich dann ein Gesundheitsminister in Bayern hinstellt und sagt, aus Gründen des Jugendschutzes ist es wichtig, dass Cannabis nicht legalisiert wird, dem würde ich gerne mal einen Kontakt herstellen mit den Mandanten von mir, Jugendliche, die in Untersuchungshaft sitzen, ihren Ausbildungsplatz verloren haben und jetzt darauf warten, dass sie 2-3 Jahre Freiheitsstrafe bekommen. Das Jugendschutz. Was Führerscheine verloren werden, Ausbildungsplätze, jetzt abseits von Verurteilungen, dann rennt die Polizei in Uniform zum Ausbildungsbetrieb und sagt, wir haben Untersuchungsbeschluss für deine Wohnung, ab jetzt. Und dann war's das. Dann ist die Ausbildung weg und der Führerschein weg, weil es ja immer auch schön an der Führerscheinstelle gemeldet wird. Und dann sagt man auch, ja, jetzt gibt es zu bei Eigenkonsum, und wenn du das selber konsumiert hast, dann ist es nur halb so schlimm. Ja, okay, ich rauche halt jeden Tag, wie jeder so sein Bier, andere ihr Bier trinken, so kiff ich halt am Abend. Führerschein weg. Jeden Abend, wie jeder sein Bier trinkt, regelmäßig Konsum, Führerschein weg. Ausbildung weg, Führerschein weg. Und das ist Jugendschutz à la Gesundheitsminister in Bayern. Weiter geht's mit dem erfreulichen Eckpunkt über Papier. Zu prüfen bleibt, und da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten, zu prüfen bleibt, ob Übergangsvorschriften für die nur noch nicht abgeschlossenen Strafvollstreckungsmaßnahmen erforderlich sind. Das hat mich extrem überrascht. Also, dass sie tatsächlich darüber nachdenken, so eine Art Amnestieregelung. Das heißt, noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsmaßnahme heißt, du sitzt gerade deine Freiheitsstrafe ab oder du zahlst Raten auf deine Geldstrafe. Und da ist tatsächlich in Überlegung, da vielleicht so eine Art Amnestieregelung zu machen, dass hier dann irgendwie begnadigt wird. Es ist überraschend positiv. Und die Beseitigung des Makels der Verurteilung, deswegen bin ich kurz vorher auch noch auf die jetzt auf die Führungszeugnis des Bundeszentralregisters eingegangen, weil mit diesem Verbot, was ich vorher angesprochen habe, bei jeder Verurteilung wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wird das Verbot ausgesprochen, Jugendliche auszubilden oder zu beaufsichtigen.
das müsste dann natürlich getilgt werden. Und auch Vorstrafen im Führungszeugnis müssten getilgt werden. Wäre ein Wahnsinn, wenn es so kommen würde, also im positiven Sinne. Genau, und da steht sogar ausdrücklich drin. Das heißt, Besitz, Anbau, Höchstmenge 20 bis 30 Gramm soll dann tatsächlich aus dem Bundeszentralregister getilgt werden. Wird einige dann so nicht freuen, weil da leider das Wort ausschließlich steht. Das heißt, wenn du dann nur irgendwo einen kleinen Handel treiben oder vielleicht irgendwo Tateinheit, Waffenbesitz oder so hast, dann ist natürlich vorbei. Aber man kann ja nicht alles haben. Ja, und dann wären wir jetzt wieder bei der CSU in Bayern. Kinder- und Jugendschutz. Das ist relativ uninteressant, das war relativ vorhersehbar. Kiffen nicht in öffentlichen Parks, an Spielplätzen, Fußgängerzone vor 20 Uhr. Und dann kommt der bedeutend schwere Satz: Länder erhalten überdies die Möglichkeit, weitergehende Einschränkungen zu beschließen. Da können wir uns ungefähr vorstellen, wo wir in Bayern, wie weitergehende Einschränkungen sein werden. Das heißt, da wird so jetzt irgendwie nachmittags in der Sonne im Café sitzen und Schulter haben, wird es in Bayern wahrscheinlich eher Traum bleiben. Ja. Genau, der Vertrieb von Genusscannabis erfolgt in lizenzierten Fachgeschäften, das ist genauso, wie es im Koalitionsvertrag drinsteht. Es wird geprüft und das war auch eine riesige Überraschung für mich. Also das hätte ich nie gedacht, nie im Leben. Es wird geprüft, ob zusätzlich auch Fachgeschäfte mit Konsummöglichkeit zugelassen werden sollen. Und was sind Fachgeschäfte mit Konsummöglichkeit? Coffeeshop. Das heißt, es ist tatsächlich eine Überlegung, ob es in Richtung Coffeeshops in Deutschland gehen könnte. Das wäre eine Überraschung. Verkauf in Apotheken war immer im Gespräch, ist aktuell auch immer noch in der Überlegung, insbesondere wegen dem ländlichen Raum. Das wird wahrscheinlich in Bayern jetzt auch so sein, dass das Lizenzierungsverfahren für Geschäfte wird es nicht ganz ohne werden. Und deswegen ist tatsächlich eine Überlegung, dass man sagt, ja, dann wird es zumindest wenigstens in Apotheken auch verkauft, weil Apotheken gibt es ja doch dann fast überall. Und dann muss man jetzt irgendwie 100 Kilometer fahren und dann haben wir wieder einen Schwarzmarkt auf dem Land. Und deswegen Verkauf von Apotheken tatsächlich zu begrüßen. Online- und Versandhandel sehe ich jetzt nicht. Steht auch da drin, dass es quasi nur zur Evaluierung, weil es wird alles jetzt 4 Jahre vielleicht, wenn es durchgeht, gemacht und dann wird quasi evaluiert und dann wird man schauen, wo es hingeht und dann wird man vielleicht überlegen, ja, Online- oder Versandhandel. Sehe ich nicht, wie das funktionieren sollte, aber lass mich gerne überraschen. Genau, und Werbung wird versagt, wird untersagt, Qualität und Reinheitsgebot, besondere Steuer, die Cannabis-Steuer und cannabisbezogene Aufklärungs- und Präventionsarbeit. Dann sind wir eben beim letzten Punkt, Notifizierungsverfahren. Da habe ich schon mal mit einem sehr gut aussehenden Strafrechtsprofessor ein Video für YouTube gemacht und den interviewt zum Notifizierungsverfahren auf der EU-Kommission. Und es ist jetzt quasi, liegt bei der EU-Kommission. Und die haben jetzt mehr oder weniger 3 Monate Frist und werden dann darüber entscheiden, um nicht dieses Maut-Debakel nochmal zu haben, wird dann quasi vorher erstmal gefragt und die EU-Kommission wird dann eine Stellungnahme abgeben und dann werden wir sehen. Das heißt, leider vor 2023 wird jetzt erstmal rein nichts passieren. Was aber aktuell passiert, ist tatsächlich, dass die Einzelnen, habe ich so gehört und auch schon einen Blick reingeworfen, aber leider noch nicht ganz gelesen, dass die Einzelnen Koalitionsparteien jetzt eigene Entwürfe auch schon gemacht haben. Also anscheinend die FDP hat einen und auch die SPD. Die Grünen haben ja sowieso das Cannabis-Kontrollgesetz, aber auch SPD und FDP haben anscheinend eigene Entwürfe jetzt, wie das dann aussehen könnte. Die sind aber noch geheim, aber geleakt. Ich glaube, die, wenn man googelt, würden wir es finden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gerne Fragen. Ja, die Frage am besten über das Mikrofon für diejenigen, die bei Zoom zuhören. Aber vielleicht bevor wir noch zu den Fragen kommen, eine Sache ist mir noch wichtig zu sagen. Du hast ja dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1992 in all seiner Begründungstiefe oder Fehlbegründungstiefe gezeigt. Wir lachen heute darüber, auch mit Recht.
Man muss sich allerdings Folgendes vor Augen führen. Das Urteil ist von 1992 und es ist von Bundesverfassungsrichtern abgefasst worden, die zu dem Zeitpunkt ungefähr 50 Jahre alt wurden. Man kann ja als Verfassungsrichter erst mit 40 werden, der Altersdurchschnitt liegt etwas über 50. Das heißt, sie sind alle etwa im Jahr 1940 geboren worden und deren Sozialisierung wahrscheinlich Mitte der 50er Jahre abgeschlossen worden. Wer ist damals Bundesverfassungsrichter geworden? Wahrscheinlich keine Arbeiterkinder, sondern Personen aus einer sehr bürgerlichen Elternhaus. Was ich damit sagen will, ist, die hatten eine bestimmte Sozialisierung und für die war Cannabis wirklich fremd. Viel fremder, als uns das allen heute ist. Und daran sieht man eben, dass bestimmte Vorverständnisse und auch kindliche Sozialisierung sich dann später in einer Rechtsprechung niederschlagen können, die bei logischer Betrachtung keinen Sinn macht. Und wir heute mit einem, soll ich sagen, mal 30 oder sogar noch längeren Erfahrungsvorsprung haben eine andere Sichtweise. Deswegen fallen uns solche Widersprüche auf, die den Richtern damals wahrscheinlich gar nicht so evident waren. Und das ist eigentlich gar nicht so selten. Das betrifft auch nicht nur die Cannabis-Rechtsprechung, sondern für die Juristinnen unter Ihnen, das sind ja die meisten, wenn Sie die Entscheidung anschauen des Bundesgerichtshofs zur Suizidhilfe oder Suizidassistenz aus den 50er, 80er und jetzt in 2000er Jahren, da finden Sie auch Begründungsspuren in 50er und 80er Jahren, die heutzutage absurd wirken. Ja? Also da wird auf die sittliche Verpflichtung gegenüber Gott hingewiesen, die diese Handlungen aus verbieten. Dann in den 80er Jahren hat man bestimmte Gefahren beschworen, dass sich reihenweise hinreichend aufgeklärte Menschen ans Leben gehen. Und das lehnt man heutzutage ab. Also was ich damit sagen will, ist, diese Entscheidung von 1992 würde heutzutage so mit Sicherheit nicht mehr getroffen werden, weil heutzutage eine andere Richtergeneration judizieren wird. Und damit meine ich jetzt nicht von ihrer politischen Haltung her, sondern sie haben einfach einen ganz anderen Erfahrungsschatz. Wann ist Cannabis nach Deutschland gekommen? Ich meine mich zu erinnern, erst ab den 50er und 60er Jahren. Deutschland hatte in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts wesentlich mehr Erfahrung mit Opium und Kokain. Cannabis war neu. Das heißt, diese Sätze und Urteile und auch die, wie soll ich sagen, Vorbehalte ihrer Eltern und Großeltern gegenüber Cannabis müssen sie sicherlich auch einfach mit einem Mangel an historischer und gesellschaftlicher Praxis im Umgang mit diesen Suchtmitteln oder Betäubungsmitteln erklären. Das rechtfertigt nicht deren Aufrechterhaltung und es ist auch keine Entschuldigung für eine unverhältnismäßige Vollzugspraxis, soll aber vielleicht nochmal diese Sätze von 1992, die ja geradezu absurd wirken, auch nochmal vielleicht zu ihrer Rettung der damals judizierenden Richter nochmal erläutern. Das war mir nochmal wichtig von meiner Seite, aber ich will kein Go-Referat halten, sondern Sie sollen sprechen, Fragen sprechen. Vielleicht erstmal aus dem Hörsaal und dann gucken wir vielleicht nochmal bei Zoom, ob sich da auch jemand gemeldet hat. Der kann sich dann auch gerne freischalten und dort was sagen. Da oben sehe ich jemand. Ich eile mal mit dem Mikro zu ihm. Vielleicht jetzt, glaube ich, auch einfällt, dass wir, glaube ich, auch Sachenmikrofone haben, aber probieren es mal. Vielen Dank. Ja, direkt zu Ihrer Anmerkung. Es waren ja Normkontrollanlage unter anderem auch vom Berliner Richter Müller anhängig. Da würde mich interessieren, nachdem, wie Sie sagen, das heutige Bundesverfassungsgericht wahrscheinlich nicht das Judiz wiederholen würde, was aus diesen Normkontrollanträgen geworden ist. Und zum anderen wird mich die europarechtliche Vereinbarkeit überprüfen, die ja jetzt extrem strittig ist, vor allem weil die Holländer ja gerade nicht als Vorbild dienen, weil da auch nach wie vor der Ankauf bei den Coffeeshops nur aufgrund des Opportunitätsprinzips praktisch geduldet wird. Und der EuGH sieht ja auch schon, ich glaube, Jens Losen war die Entscheidung, da negativ eigentlich geäußert hat. Das heißt, die europarechtlichen Fallstricke sind vorhanden und ich hoffe, dass das Ganze jetzt nicht da an der Umsetzung, an dem Wie in der Hinsicht scheitert. Danke. Ja, ich gehe mal wieder nach vorne. Vielleicht, was die Urteilsverfassungsbeschwerden, die Normkontrollanträge der Richter betrifft, da gibt es zwei Sachen zu sagen. Die sind in der Zulässigkeit sehr kompliziert zu begründen. Also ich habe neulich eine Dissertation gesehen, die hat alle konkreten Normkontrollverfahren und Strafrecht der letzten 30 Jahre durchgeforstet. Und die scheinen zu 95% scheitern in der Zulässigkeit.
Also es gibt ja, glaube ich, insgesamt 5 oder 6 von diesen diesen konkreten Normkontrollanträgen von Richterinnen und Richtern ans Bundesverfassungskanal. Da wird man mal sehen, es muss ja noch einer die Zulässigkeitshürde überspringen und dann wären wir in der materiellen Prüfung. Aber diese Zulässigkeitshürde zu überschreiten, ist sehr, sehr schwierig. Ich kann jetzt im Einzelnen nicht drauf eingehen. Ich wüsste nicht, dass das schon terminiert ist. Also ich habe jedenfalls nicht gehört, dass es da schon ein Stellungnahmeverfahren gab. Und von der möglichen Verhandlung habe ich auch noch jetzt gehört, dass es terminiert ist. Klugerweise werden sich die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts gerade diese heiklen Sache gesagt haben, es warten erstmal ab, was die Politik hat. Vielleicht erledigen das Problem für sich. Damit sind wir bei der europarechtlichen Seite. Vielleicht willst du da noch was dazu sagen oder hast du vielleicht noch deine Erfahrung oder habt ihr Fälle vom Bundesverfassungsgericht? Das wundert mich eigentlich immer bei diesen, auch bei diesen Mit-sich-Führen, was du ja gesagt hast, ja. Warum da würde ich zum Beispiel eher die größeren Chancen sehen bei einer Urteilsverfassungsbeschwerde. Ja, Problem beim Mit-sich-Führen ist immer quasi, dass das alle 2 Jahre die Hau wieder entscheidet, ob die aktuelle Entscheidung aus 2021. Es sind, glaube ich, 4 Normenkontrollanträge, aber ich kann mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass die werden sie aussetzen und schauen, wie jetzt so entschieden wird. Wobei es eigentlich genau andersrum sein sollte, weil die uns ja quasi den europarechtlichen Weg ebnen könnten. Weil wenn das Bundesverfassungsgericht sagen würde, okay, die Kriminalisierung von Cannabis ist verfassungswidrig, dann wäre es ja das Argument überhaupt dann gegen das Europarecht, dass die sagen, okay, ja, das deutsche Verfassungsrecht steht dann doch noch irgendwo drüber, über irgendwelchen Schengen-Übereinkommen. Das wäre eigentlich an der Zeit, aber da mache ich mich, glaube ich, unberechtigt Hoffnung. Ja, also was diese notrechtliche Seite anbetrifft, Korn hat es ja gesagt, da sind deswegen im Rahmenbeschluss aus den Nullerjahren, insbesondere das Schengener Durchführungsübereinkommen zu nennen. Ich habe mich da nicht näher mit beschäftigt, muss ich sagen, aber ich habe mir die Normen durchgelesen. Ich habe auch gelesen, was Herr Ambos und der Gegenpart dazu gesagt hat. Also meine Vermutung ist, dass zumindest der Sinn und Zweck des Schengener Durchführungsübereinkommens, auch des Rahmenbeschlusses, gegen die unionsrechtliche Zulässigkeit dieses Legalisierungsprozesses spricht. Weil was ja gemeint ist, dass wir ein Raum ohne Grenzen sind. Ja? Und dieser Raum ohne Grenzen würde ja nur Sinn machen, oder macht ja nur dann Sinn, wenn nicht ein Land jetzt den Handel mit Cannabisprodukten erlaubt. Das hat ja notwendigerweise Auswirkungen auch für alle anderen in diesem Raum der Freiheit des Sicherheits. Deswegen bin ich ja nicht besonders optimistisch. Lass mich aber gar nicht besser bewähren. Aber ich habe heute noch mal gelesen bei Legal Studio, dass ja sogar eine SPD-Politikerin, die auch gesagt hat, ja, man müsste wahrscheinlich den Rahmenbeschluss ändern. Und wenn selbst die das sagen, ja, es deutet das ja schon darauf hin, dass das Unionsrecht, so wie es jetzt ist, eine Grenze bildet. Und wenn das Unionsrecht verändert werden muss, dann reden wir jetzt über ganz andere Zeitrahmen. Langfristig, wir haben uns ja auf YouTube darüber unterhalten, gehört es da eigentlich auch hin? Ja? Also wenn ein Legalisierungsprojekt in der Europäischen Union schon vorangetrieben wird, dann muss es eigentlich auf europarechtlicher Ebene geschehen, weil wir ein Raum sind, aber das wäre ein längerfristiges Projekt. Schauen wir mal. Da, Herr Kollege. Jetzt noch eine Frage zur Entkriminalisierung von jeglichen Substanzen und Drogen. Da würde mich interessieren, was wären denn die besten Argumente für eine Entkriminalisierung dieser Substanzen? Und eventuell wirklich eine Entkriminalisierung zu erreichen. Ich rede jetzt nicht von einer Legalisierung, sondern einer Entkriminalisierung. Vielleicht auch nochmal von Ihrer Seite eine Erklärung, wo jetzt die genauen Unterschiede liegen zwischen Legalisierung und Entkriminalisierung, weil die Begriffe unter auch Laien sehr oft verwechselt werden. Und gerne auch an Herr Kubizil. Also gerne beide Antworten. Dankeschön. Danke. Ja gut, also Legalisierung heißt quasi, es wird legal. Es ist nicht mehr verboten. Also wie der erste Satz im Eckpunktepapier, Cannabis kommt aus dem BTMG raus, ist nicht mehr strafbar. Es gibt keinen Straftatbestand mehr, der einschlägig ist. Also die Begriffe sind aber jetzt quasi nicht jetzt exakt definiert, aber so sieht man es immer. Und Entkriminalisierung wäre quasi, dass es aus der Kriminalität herausgeführt wird. Das heißt, es bleibt teilweise strafbar, wird aber mehr eingestellt. Also Beispiele für diese, was man so die Entkriminalisierung nennt, ist natürlich Portugal, Niederlande, Tschechien, Schweiz zum Beispiel. Genau. Und also ich sehe den Unterschied nicht.
man kann bei Cannabis natürlich besonders gut argumentieren, weil es einfach Todeszahlen null. Letztes Jahr, das Jahr davor, die 20 Jahre davor, einfach null. Aber bei den anderen Betäubungsmitteln, wer es immer noch rentabel ist zu legalisieren, weil sogar wenn es dann mehr konsumiert würde und sogar wenn dann mehr im Umlauf wäre, was nicht der Fall ist, in meinen Augen, nicht der Fall sein wird, dann gehe ich davon aus, dass dieselben Argumente greifen wie beim Cannabis, nämlich Prävention statt Kriminalisierung. Weil wenn jemand mit, keine Ahnung, 200 Gramm Kokain, weil er sich irgendwie sein Jahresvorrat gekauft hat, 2 Jahre in Haft geht, dann ist der ruiniert. Und die 2 Jahre in Haft geht's dann eben mit, da sitzt dann eben mit richtig Kriminellen drin. Und das ist dann einfach diese Entsozialisierung, die nicht sinnvoll ist, insbesondere beim Teilkonsumenten. Wenn man jetzt schaut, Heroin, jemand, der richtig, richtig heftig konsumiert, ein süchtig Abhängiger nach Heroin, der kauft halt 1 Gramm oder 2 am Tag. Oder kauft sich 2 Gramm alle 2 Tage. Wenn er sich 2 Gramm alle 2 Tage kauft, hat er alle 2 Tage Verbrechensstrafbestand wirklich. 1 Jahr Mindestfreiheitsstrafe. Wenn die Staatsanwaltschaft, die Polizei hinterherkommen würden und alle in Anführungszeichen böses Wort Junkies verfolgen würden, dann würden die alle sitzen. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein. In meinen Augen. So, eher Gegner der Gegner. Ja, jetzt muss ich doch mal meine neokonservative Seite zum Klingen bringen. Also bei der Entkriminalisierung oder Liberalisierung von sogenannten harten Drogen bin ich sehr skeptisch. Und zwar jetzt nicht richtig evidenzbasiert, aber jetzt erstmal so anekdotisch. Zurzeit forscht ein amerikanischer Jurist aus Yale bei mir, der in den USA ein Verfahren der New Yorker Staatsanwaltschaft geführt hat gegen Pharmakonzerne, wegen dieser Fentanyl-Problematik und dieser Opioid-Krise. Und in den USA konnte man sehr schön sehen, wenn größere Mengen von diesen harten Betäubungsmitteln wirklich in den Markt gespült werden, was dann passiert. In den USA war das weniger eine Legalisierung sogenannter Art von Betäubungsmitteln, sondern da war es eine andere pharmazeutische Verkaufspraxis. Aber das Ergebnis war das gleiche. Das Land ist geflutet worden mit Opioiden, ja? Also Heroin, Derivate, was auch immer. Harte Drogen zusammengefasst. Und ich glaube, 400.000 Menschen sind daran gestorben. Und das Bizarre oder das Beängstigende ist, dass es keineswegs Menschen waren, die daran gestorben sind, die vom sozialen Rand gekommen sind, sondern diese Seuche, die es ja tatsächlich ist, hat sich bis weit in die Mittelschicht hineingefressen. Es gibt noch keine Befunde, warum das da passiert ist und was die anderen regulatorischen Ursachen dafür gewesen sind, dass das in den 20 Jahren USA so gewütet hat. Und Herr O'Toole, so heißt er, möchte sich auch die Frage stellen, ob unser regulatorisches System in Deutschland da besser ist, um das zu verhindern. Falls das so wäre, wäre ich bei dir. Dann muss man das natürlich nicht kriminalisieren, wenn es ein regulatorisches Problem ist, System in Deutschland gibt, was so etwas vielleicht auch etwas gemindert verhindern würde, aber da bin ich doch sehr skeptisch. Gibt es in dem Eckpunktepapier irgendwie so eine Anmerkung aus für bestimmte Berufsgruppen oder so? Verbote geben oder können Sie sich vorstellen, dass es da irgendwelche Einschränkungen geben könnte, so, also Polizei, Ärzte oder sowas? Hoffentlich nicht. Also ich habe es jetzt nicht gesehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Richtung nichts gibt. Wäre auch das fragwürdig. Auch verfassungsrechtlich wahrscheinlich problematisch, jetzt irgendwie bestimmte Berufsgruppen auszunehmen. Also ich habe da nichts gesehen, wäre auch komisch. Aber wie gesagt, das ist jetzt aktuell ein Riesenproblem, weil im Endeffekt Erzieher zum Beispiel, wenn der verurteilt wird aktuell wegen 10 Gramm Marihuana, dann ist das bei niemandem Führungszeugnis drin. Weil 10 Gramm Marihuana bist du vielleicht bei 15 Tagen sitzen Geldstrafe, ist nicht im Führungszeugnis drin. Das heißt, das ist jetzt für einen Arzt kein großes Problem, wenn es die Ärztekammer nicht mitbekommen. Aber du hast das Verbot der Ausbildung und Beaufsichtigung Jugendlicher. Das ist Arbeitsrecht. Aber es gilt nur für eine Ausbildung, für ein Ausbildungsverhältnis, Berufsausbildungsverhältnis. Aber der Erzieher,
der bewirbt sich beim Kindergarten und die nehmen das behördliche Führungszeugnis, nicht das einfache, sondern das erweiterte behördliche. Und da steht das Verbot drin. Und wenn der Kindergarten sieht, ich stelle einen Erzieher ein, da steht drin, der darf nicht mal einen 17-jährigen Azubi betreuen. Wie soll der hier mit Kindern arbeiten? Und das ist ein Fall, den haben wir relativ häufig. Und das ist natürlich, das sind so irre Auswüchse. Und deswegen ist die Legalisierung, ist, auf Cannabis können wir uns hoffentlich einigen. Sehr, sehr sinnvoll. Wie steht da die Anwaltskammer dazu? Also das würde mich jetzt interessieren und vermutlich auch sehr viele jetzt hier aus dem Raum. Wie allgemein für das Berufsverbot, vielleicht auch so die ganzen Kammern, Ärztekammer, Anwaltskammer, gerade jetzt in dem speziellen Bereich, wenn man seinen Fachanwalt vielleicht ein Strafrecht machen würde, dass man da vielleicht von der Anwaltskammer eine Sperre reinbekommt? Da gibt es überall unterschiedliche Regelungen. Also Ärzte, auch Rechtsanwaltskammer, da gibt es überall normalerweise die Zuverlässigkeit. Und es ist so, wenn jemand, der jetzt ein Berufsträger ist, Arzt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt, der Kammerzugehörigkeit hat, dann kriegst du immer zwei Strafen von. Also, wir haben auch schon viele Ärzte verteidigt, nicht so viele Rechtsanwälte tatsächlich, anscheinend werden die Ärzte mehr zu konsumieren oder sich schneller erwischen zu lassen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann kriegst du ein Strafverfahren, dann kriegst du keine Ahnung, 30 Tagessätze Geldstrafe und dann kriegst du noch ein Strafverfahren von der Kammer. Das heißt, du bist nicht nur von der Staatsanwaltschaft, vom Amtsgericht verurteilt, sondern geht es auch noch quasi zur Kammer und dann gibt es da noch ein disziplinäres Strafverfahren. Und dann gibt es da nochmal eine Strafe oder eine Einstellung gegen Geldauflage. Das ist dann genau nochmal dasselbe. Und das kann tatsächlich so weit gehen, dass die dann sagen, ja, die Zulassung wird entzogen. Oder wird für 5 Jahre entzogen und jetzt dann schauen wir erstmal weiter so ungefähr. Aber bei der Zulassung zu den einzelnen Berufen muss man ja das Führungszeugnis vorlegen, nicht viel mehr, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, meine Damen und Herren, gibt es noch Fragen? Noch eine Entschuldigung. Ich gebe mir die Gelegenheit, auch ein Rauschmittel schon mal nach vorne zu tragen. Dankeschön. Mein letztes, nämlich eine Frage vielleicht auch für den universitären Betrieb. Ich habe jetzt in der Universität zum Beispiel noch nichts in der Lehre gehört vom BTMG, obwohl das in der Praxis sehr, sehr relevant ist für Rechtsanwälte. Ich habe das jetzt weder im Schwerpunkt in den Veranstaltungen dazu gehört, noch in den regulären Veranstaltungen. Ist da was geplant oder will man das aus der Lehre raushalten? Das ist jetzt vielleicht eine etwas provokante Frage. Aber ja, keine weiteren Fragen. Schönen Abend. Hat die Pressesprecherin von Donald Trump wieder so gemacht? Nee. Nein, also in der Tat, da gibt es eine Lücke, da steckt aber jetzt keine böse Absicht dahinter, sondern es liegt einfach daran, dass es jedenfalls gegenwärtig nicht im Forschungsspektrum lag oder traditionell lag. Wir können da sicherlich im Institut, ich gucke zu Peter Kasiske mal rüber, drüber nachdenken, ob wir das mal aufnehmen, vielleicht auch mal mit einem Lehrbeauftragten, der das machen könnte. Da kann man drüber nachdenken. Ich weiß, dass es in Köln, wo ich bis vor 5 Jahren gewesen bin, hat es ein Kollege mal gemacht, auch zu Sachen wie Ausländerstrafrecht, Herr Wassner war das, hat das dann abwechselnd gelesen, was ja auch, Stichwort Flüchtlingswelle, ein großer praktischer Markt ist. Aber wir nehmen das mal mit. Guter Hinweis. Herr Grabmeier. Ich wollte nur sagen, der Fleck ist nicht total blind, also das ist ein Prüfungsfach, ein Prüfungsstoff für das zweite Staatsexamen, wenn man den Schwerpunkt Justiz dort wählt. Und ich hatte den auch, ich bin auch abgeprüft worden im zweiten Staatsexamen in der mündlichen Prüfung im Betäubungsmittel Strafrecht und hatte da einen Prüfer, der war sehr genau unterwegs und hat uns dann sogar die nicht geringe Menge von Amphetamin abgefragt. Nein. Ja. Ich bin sehr dankbar, weil das noch die Gelegenheit für den Schluss vorgesetzt. Ich habe nicht in Bayern das zweite Staatsexamen gemacht, deswegen wusste ich das nicht, sondern in Berlin und da war es kein Prüfungsgegenstand. Vielleicht steckt ja da auch eine politische Logik dahinter. Dass das so eine Handhabe wird. Zu guter Letzt, du hast gesagt, du hast dich ein paar Mal aus dem Fenster gelehnt, wie das ausgeht. Ich lehne mich jetzt auch mal aus dem Fenster. Ich glaube ja, dass das alles eine große politische Show gewesen ist. Der Ampelregierung. Dafür spricht übrigens jetzt auch, dass jetzt die SPD und die FDP jetzt nochmal eigene Gesetze arbeiten, was ja eigentlich nicht besonders koalitionstreu ist. Man weiß vermutlich, dass es scheitern wird in Europa
macht aber jetzt nochmal ein bisschen so Virtual Signaling, zeigt die Gesetze hoch, so könnte das aussehen. Damit ist, sagen wir mal, die politische Profilierung, und das ist ja in der Politik immer das Allerwichtigste, und es geht ja nicht um Sachfragen, es geht um politische Selbstporträtierung, ist dann zu ihrem Abschluss gekommen. Und was ich glaube allerdings, und das ist wieder was Positives, dass man dann vielleicht doch wieder nochmal einen Blick richtet auf diese kleinere Form der Legalisierung, dass man bei den nicht geringen, schon bei den geringen Mengen von Betäubungsmitteln, also Cannabis und Haschisch, dass man da nicht eine Kann-Einstellung macht, sondern eine Soll-Einstellung und damit letztendlich zu einer Praxis gelangt, wie ich sie neulich in Spanien gesehen habe, wo es praktisch keine Verfolgung von Kiffern gibt, die am Freitagabend auf dem Campus nach getaner Arbeit noch einen Joint rauchen. Und das könnte ich mir nicht eher vorstellen, weil das würde keine europarechtlichen Probleme auf sich werfen. Das ließe sich auch relativ schnell machen. Das wäre auch vom Koalitionsvertrag, glaube ich, auch gedeckt. Aber schauen wir mal, wie die Entwicklung vorangeht. Herzlichen Dank für das rege Erscheinen. Herzlichen Dank für das Kommen, lieber Kommen. Und das hatte ich mir schon vorbereitet. Man kann nicht über Rauschmittel sprechen, ohne zumindest legale Rauschmittel zu übergeben. Das ist für dich, Kommen. Nochmal herzlichen Dank fürs Kommen. An Sie auch herzlichen Dank fürs Kommen. Bleiben Sie uns gewogen. In 2 Wochen gibt es ein weiteres sehr aktuelles Thema. Da geht es um die ebenso gesellschaftspolitisch aufgeladene Frage, ob 218 gestrichen werden kann, das Abtreibungsverbot. Und in 3 Wochen dann der Herr Safferling, unser Kollege aus Erlangen, über die völkerstrafrechtlichen Fragen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Und Conny, ich glaube, du willst noch sagen, was da steht? Genau. Das Skript ist dort zum Download online und noch so 2, 3 andere PDFs, aber das ist quasi das Eckpunktepapier, wie verlinkt. Diese Proben und noch 2, 3 Statistiken, Kriminalstatistik und die Todes. Genau, irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, genau. Ich habe wie beim letzten Mal wieder so Bestätigungen dabei, wenn irgendwie bestätigt haben will, dass er da war, vielleicht bringt es ihm irgendwas, dann war die Veranstaltung nicht komplett umsonst. Also nochmal herzlichen Dank und einen schönen Abend.